Hallo. So, da, Hallihallo. Hey, Zeit für Chaos. Ein Junge im Feld. Ich hab noch was. Ja. Hui. Ui. Okay. So, jetzt. Aha. So. Mann, 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 Na, aber pass auf. das sah schon mal ganz gut aus. Das so kann man beginnen. Das hatte was, ja. So. Ich habe aber noch was Musst du die Besseres für Flagge in dich. Brand stecken? Nee. Guck mal. Los, los. Schön. Pass auf, wie alle Richtung Dankeschön. gehen kann. Dankeschön. Nee. Also ich jetzt einmal die Prüfung. Ich muss jetzt einmal versuchen, anständig in einem Lager zu landen. Ey. Ich glaube, also an der Justierung scheitert schon mal. Okay, nö, doch halt. Kannst Kannst du nicht aus dem aus dem Stand starten? Du springst in der Luft doch mal und dann Rakete in die Luft. Du guckst nach oben, Abrisos, Ja. nach oben. Nach oben Nächster Endurance. gucken, dann springen und dann in der Luft nochmal springen und dann Rakete. Ja! Und dann kontrollierst du mit dem, wo du hinguckst, wo du hinfliegst. Ja, und mit Genau. welcher Taste fliege ich dann? Mal so dämlich Gar gefragt. keiner. Hä? In Du die du guckst auf guckst. deine Maus. In die ich gucke, okay. Ja, und wenn du gerade nach oben oder nach unten guckst, machst du Sturzflug. Ich glaube, er hat noch nie Elytra in der Hand gehabt, oder? Richtig, gut erkannt. Wieso wir begleiten erstmal eine Runde? Was hältst du davon? Kommt vom Steg. Gelaufen. Mal, wie viele Raketen habe ich noch? 16. Wie habt ihr ihm gegeben, ein Stack? Nee, müssen Ich habe ein. einen halben oder so gegeben. Ja. Labrisos, du kommst jetzt hierher. Jetzt Ja? guckst du mir zu. Du springst hier ab, in der Luft nochmal Leertaste und dann guckst einfach geradeaus nach unten. Und zum Landen guckst du ein bisschen nach oben und dann versuchst du sachte zu landen. Los geht's, deine Runde. Spring! Und jetzt nicht gegen die Wand fliegen. Ja! War das jetzt die Jubel wert oder nicht? Ich bin nicht gestorben, also ja. Okay, Und dann jetzt bist du versuchen doch wir. Jubel. Und jetzt hoch zum Lager, Prisus. Aus dem Stand starten und nach da oben gucken. Mal so, ich hab Was? ja anscheinend. Ja. Hey, soll ich hier Super. Prisus machen? Warte mal, Ich hab Red ihn. Mushroom. Naja, haben wir den schon? Den sollten wir Echt? irgendwo wahrscheinlich rumliegen haben. Im Zweifel können wir mal einen halben Weg zu unserer zur Festung. Okay, wer geht in den Never? Oh, was hat sich. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte, warte, warte. Was hat sich denn hier getan für eine Mauer? Die Klippe. Ich habe das Tal mal in zwei geteilt, damit wir ordentliche Ebenen haben. Ach, Die geil. einzige Möglichkeit, deswegen gerade umherzufliegen, ist mit Fliegen halt. Und jetzt kommen wir hier rein. Das wird ist jetzt hier die unterirdische Fabrik. Ab und zu hauen Schildkröten ab, das ist ganz normal. Und dann haben Was wir haben wir hier doch? Skulls. Und hier oben ist die Schildkrötenfolterkammer. Wenn du dich fragst, wo die ist. Hier drunter sind tonnenweise Eier. Und das gibt neue Schildkröten, gibt neue Scoots. Ah. Und ab und zu schlachten wir die auch ab. Und Cool. eine neue Sache, die wir auch noch gemacht haben, wenn du mal oben zwischen unsere drei Brücken kommst. Warte, 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 ich muss erstmal. Du bist wieder so leise bei mir, Kevin, diesmal muss ich dich wieder auf 100% stellen. Also ich habe Irgendwie. mein Mikrofon umgestellt. Komisch. So. Okay. Was jetzt? So, Jesus. Jetzt versuchen wir nach da oben zu fliegen.
auf mich anstarten und nach oben gucken, während du die Rakete hast. Sobald die Rakete weg ist, am besten nicht noch die ganze Zeit. Ja. Man kann es in einer Rakete machen. Jetzt gucken wir, was wir hier Tolles haben. Nicht schlecht. Ja, langsam nimmt das richtig gute Form an. Muss man echt sagen. Also. Die Phantome nehmen auch schon wieder Form. So, Gott dann sei Dank. kannst du jetzt nochmal Schön, mitkommen. Manager. Ich liege mal. Ja, Sag mal, ich, Brisos, wir gehen natürlich. in den Never. Okay. Warte. Von da kannst du jetzt hier runtergleiten. Versuch es. Nein, er ist nicht Ich runtergeglitten. habe nur noch zwei Raketen, hallo? Du brauchst keine Raketen, du kannst nur auch gleiten wie ein Flugzeug ohne Okay. Treibstoff. In der Luft Hallo, landen und kannst du dann noch da. schlafen? Ah, haben wir jetzt. Ich bin ja auf dem Weg in den Never. So. Wo ging es jetzt hier nochmal? Wenn mein Game nicht gerade eingefroren ist, dann könnte ich dir auch den Weg zeigen. Du stehst im Portal. Ja, bei mir jetzt. So, wir brauchen erstmal einen roten Pilz. Erstmal guck dir das Riesengebilde hier an. Das ist unsere tolle XP-Farm. Okay. Und da hinten sind auch gerade rote Mushrooms. Wäre jetzt lustig, wenn jetzt Red Mushroom und direkt der Brown Mushroom kommt. Ey, das waren gleich wieder zwei, oder? Das waren wieder Das war zwei. was Sound. Das sollte auch sein. Tja. Ja? Red Mushroom? Ja? Was? Was ist denn jetzt falsch? Erkennt ihr auch nicht, also irgendwie. Also, ich habe einen im Inventar. Ja, irgendwas ist gerade falsch. Ich starte meinen Zufallsgenerator nochmal neu. Abrisos hat's kaputt gemacht. Genau. Ja. Long Invisibility. So, Abrisos. Komm hier rein, guck nach oben und halt Rechtsklick gedrückt. Was das ist? Oh Mann, ey. Und jetzt Shift drücken. Dann wirst du. Ach Setz dich nee. schon wieder an den Trank oder. So, hier ist unser Mob-Farmlager. Sonst würde ich den jetzt mal anfangen. Ja, mach mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Und Aber dann es gibt die gibt noch einmal hoch. Wasseraufzüge und Co., aber man macht hier sowas. Was? Wie was? Abrisos, wir gehen Überleg in mal den Nether. genau, was das Problem zwischen Nether und Wasser ist. Achso, okay. So. Gott. Aber Ach, kann ich die trotzdem einzige nochmal hier Möglichkeit hochkommen? ist, so auf zu So. Ich will mal kurz einfach. Okay. Ja. So, und jetzt? Schießen wir einfach den ab. Ja, ich sehe dich schießen, aber ich sehe. Ja, geh mal nach oben. Die dich umbringen. Dann sollst du vielleicht dich auf die Treppe draufstellen. Aha. Und Achte. jetzt viel Spaß. Wie viel Spaß. Die sollten jetzt alle zu dir versuchen zu kommen. Ja. Er hat sehr nicht aggressiv Einfach gemacht, weil. stehen bleiben. Ja, trotzdem sind die Akku auf jeden Spieler. Okay. So. Nur der, was pendelt auf den sonst Akku. Alter Schwede, ihr habt echt zu viel Zeit gehabt, ey. Das war letztes Wochenende. So, wir haben Sonntag So, noch. und Weg runter ist da, wo die Heuballen sind. Oder wir könnten auch runtergleiten, aber das würde ich jetzt ungern mit dir machen. Ja. Ich hoffe, du hast mehr als drei Herzen. Sieben. Okay. Gut. Er hatte kein Pfefferfrühling. Ja. Dann sammel Ich mein glaube, Zeug ein und bring's mal bitte ich her. habe ein volles Inventar. Beziehungsweise glaube ich, dass mein Inventar jetzt halt von dir voll ist, aber egal. Wollte ich jetzt noch auch mal, sollte ich Ja, vielleicht. wie Ich wie. glaube, ein Markatzenboot hatte ich vorher nicht. Amprisus, einfach in den Never. Ja, ich bin Wirst ja du schaffen. unterwegs.
Wo geht's hier? Es ist. So, die sind jetzt doch so aggro auf mich, dass sie jetzt auf mich runterfallen und mich, während sie in der Luft noch neben mich schlagen. Ja. Gut, also es regnet gerade Pikmin. Die sind motiviert. Ja. Wie hoch reicht ein Pfeil? Hier ich nicht hoch genug. Ich habe mich jetzt noch selber getroffen. So. Also, Abrisus, jetzt machst du dich vielleicht nächstes Mal Pfeffer vor den Schwur. 8, 3, 2, 1. Die habe ich übrigens auch noch nicht. Anderes Thema, ne? Jibbi! Warte, ob wir es auch jetzt in XP bekommen. Das waren einfach 15 Level. Ja. Low Weakness. Lingering, ja. Ja, das. Habt ihr Drachenatem? Ich glaube, wir haben hier noch einen Drachenatem. Gut, weil ich. Gut, notfalls hätte ich in der Endkiste noch welchen gehabt. Ach. Also, Brisus hat jetzt Flügel, aber weiß nicht, wer damit umgehen kann. Ja. Ja, die wird jetzt gewonnen. Ist halt Übungssache, meine Güte, aber jetzt erstmal die Fässer Falling. Bei euren Bau-Action hier braucht man die ja. Allgemein besorgt sie nicht gleich mal eine Rüstung. Die hab ich ja. Eine gute Rüstung. Mit Fässer Falling, Aqua Affinity, Respiration, Protection 4 auf allen Teilen, Mending, Unbreaking 3. Ja, da wird meine Level gerade nicht ausreichen. Wofür haben wir nochmal eine XP-Farben? Wo ich sterbe. Ah. Abrisos, du hast gerade 15 Level bekommen. Ja, und gleich werden es noch mehr. Wenn ich jetzt den letzten Rest auch noch finde, da. Also beschwer du dich jetzt mal nicht. Aber wie kommt man hier... Ach ne, gut, dann gehe ich halt so runter hier. Ist mir jetzt Wurst. So. Ah, Stufen ist zwingend, oder was? So. Muss man für ein Lingering Potion Sag mal, will sich, Splash Potion machen? Will sich hier der Dings der hier auch was holen, oder was hier der Beschützer, der Dorfbewohner hier, ey? Der will eigentlich den Zombie dahinter töten. Achso. Jesus, du bist ja eigentlich unser Bienenbeauftragter, richtig? Was für ein Bienenbeauftragter? Auf was? Bienenbeauftragter. Ach, Bienen! Ja, hast mal die Farm nicht weitergebaut, die Bienenfarm. Jesus, was suchst du? Na, Fässer Falling. Ja, dann kommen sie mal mit. Ach, hier drüben, oder was? Ja. Ah, okay. Kannte ich ja noch nicht. Ach, Fässer Falling 4, ja. So. Und hier verkaufe ich Rottenflash für Geld. Okay. Fire Protection ist auch noch so ein Thema, hä? Du kannst aber nur ein Protection gleichzeitig haben. Und da würde ich dir das allgemeine Protection empfehlen. Okay. Auf der Hose habe ich eh schon Feuerschutz 1 drauf, also. Ja, dann kannst du auch gleich auf dann Grindstone und So. Der ist damit auch fertig. Super. Noch ein paar mehr Level für den Abrisos zu verschwenden. Wo ist denn jetzt der Amboss? Hier stand doch immer ein Amboss. Olle Stiebslitz, der okay. Jetzt. Wir dachten jetzt hochfliegen zur Base. Ich habe keine Raketen mehr. Wo ist der Steinschneider denn jetzt, ey? Abrisos, du brauchst nur eine Rakete, um hoch zur Base zu kommen. Eine. Danke, Mama, eine noch. Schauen wir mal, was der Abrisos macht. Nix können. Er hat's hochgeschafft. Ich bin erstaunt von ihm. Aber mit Schaden. So, gut los, ja. Das waren das nie auch wieder zwei? Nee, es kann sein, dass wir
Wenn du in der Nähe von irgendwem bist. Ach so, ja. Das ist dich dann an. Mycelium. Mycelium. Habe ich das mitgebracht oder darf ich losfliegen? Ich glaube, ich darf losfliegen. Bis Wie, du gleich. Sau? Ab Direkt. zur Entfestung. Du brauchst ja nur die Hälfte der Strecke hinfliegen. Ja. Naja, okay, fast. Ja, ein bisschen mehr. Drei Viertel. Und ab Risorsierung gibt's Raketen, ne? Wo, warte mal, was? Da. In der Raketenkiste gibt es Raketen. Ah. Such die Kiste. Okay. Such. Ich hab doch schon. So wie du hier reingelaufen bist. Wo? Och, sonst sind der Jesus doch nicht so fertig. Doch, hat er Ja, hier. verdient. Okay, passt. Yo Gaming, bring bitte auch hier die Pilze beide mit. Plus den Ja. Stuhl. Shit, ich bin in den Pilz geflogen. Was? Ich bin in einen Pilz reingeflogen. Die sind nicht weit. Klang irgendwie auch wieder nach Umgebungsklingeln. Mundäne. Potion Mundäne. Macht man Potion, den? was? Das ist eine von denen, die nichts bringen. Ja, einfach Redstone rein. Ich hab. Yep. Oder Zucker. Zucker, Redstone. Ich glaube eigentlich Einfach fast irgendwas. alles, was geht. Jetzt direkt dran trinken. So, ich glaube, ich fliege jetzt den Rest zur Endfestung, weil er kürzer ist. Machen wir auch nur eine Flasche von. Wozu brauchen wir mehr als eine Flasche von diesem Mundane Potion? Lava schmeißen. Gibt's nicht. Starker wirkungsloser Trank, wett? So, wo war hier der Weg nach unten? So, mal so, wir hatten jetzt. Naja, okay, jetzt schon in der Reihe. Ob ich die gerade geschlagen, während ich gegessen habe. Ja, scheinbar. Eine Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne. Hey, Da ho. sollten wir ein paar rumliegen haben. Nee, ins End will ich nicht. Ich will nur zurück in den Nether. Meine, irgendwo unten im Tal stand noch Laternen Ja, schon. ich habe einen abgebaut. Ja, jetzt. Da habe ich irgendwann von den Villagern gekommen. Au. Das waren auch Hier, wieder zwei. Prius. Prost. Fermented Spider-Eye. Yo. Sollten welche in der Kiste liegen? 65. Ja, nicht schon wieder Phantom, da. Ich nicht. Ich hab die letzte Nacht gepennt. Ich auch. Abrisus! Ja, wahrscheinlich. Magenta Schalker Box. Yippie! Wie macht man Magenta? Müsste man, Rot glaube und. ich, sogar in die Farben nur haben. Romano, machst du gut. Was? Romano, machst du gut. Einfach hinnehmen. Wenn du dich jetzt nochmal legen könntest ins Bett, wäre das ganz super. Selbiges für Aprisos. Ob dieses könnte mal schlafen gehen. Ja, bitte. Also, Okay. falls wir rote Farbe brauchen, wir haben fast eine Kiste voll mit Mohn. Na, Prisus, die Betten im Hub sind belegt, du müsstest also ein anderes Bett finden. Ja, unten das Orange. Ist es Oder bei dir? er versucht mit der Rakete nach Hause zu fliegen. Gibt eine Super! schnellere Methode. Aber er hat immer nur seine dann die
So, haben wir's. Ganz leben. Hallo. Abrisos. Was? Meine Kiste. Scheiße. Ja. Oh Mann, ey. So, in der Erdekiste ist nun ein Ziel. Und die keine Ahnung Kiste hat jetzt die Pilze. Haben wir nicht noch Magenta Farbstoff? Ja, noch Magenta Farbstoff. Ich craft jetzt gleich. Ich craft mal eben welchen. Pflanzenkiste. Der Pflanzenkiste ist da eine Server. Ich habe mal jeden Farbstoff gebraucht und Magenta mal bis jetzt noch nicht braucht. Also. Komm, geh. Ich glaube, so eine Schalkerbox kann man doch auch wieder entfärben in dem Wasserdings, ne? Nein, nee? Du kannst einfach neu färben. Oder neu färben, ja. Och, wie genau ist die jetzt eigentlich sein? Ein Schalker-Schall oben, eine Schalker-Schall unten und in der Mitte eine Kiste. Ja, nee, ich habe gerade erstmal die Farbstoff verkackt. Weil ich immer noch gewöhnt bin, dass man direkt Bone Meal als weißen Farbstoff geben kann. So, Schalkerbox. Nein, kein Magenta-Bett. Magenta-Schalkerbox. Ist jetzt meiner. Potion Long Swiftness. Haben wir Zucker? Ja, in der Kiste neben dem Braustand. Dann will ich jetzt mal eine Runde brauen. Verbrühe die nicht. Ich versuch's. Ich fühle mich beobachtet. Kevin, willst du mich vielleicht den Dia-Helm aufsetzen? Die 8. Haltbarkeit kann der Goldhelm auch noch kaputt gehen. Hau mich mal mit der Hand. Ja, hau noch 6-mal drauf. Noch 3-mal. Bitte. Oh, man kann ihn verbrauchen. Swiftness ist gemacht. Jetzt noch kurz long. Teilweise wäre für uns ja immer der Trank der Regeneration gut, aber was sind Gastiers? Ja, und auch die Biene. Ich glaube, bei uns kommt der jetzt gleich wahrscheinlich. Nee, wächst Oxys Copper. Wir haben, haben wir im Tal normales Zupfer stehen? Müsste. Ich geh mal. Und, ja, hier ist ein Kupferblock. Ich hab einen schon. Kurz. Ja, ich hol Bienen. Jetzt bin ich an dem Wachsblock festgehangen. Hallo Kevin, wo bist du denn jetzt? Einmal Honig hatten wir noch in der vollen Kiste. Du musst den Block platzieren und rechts klicken oder so. Auch zusammen craften. Oder so. Guck's sein. Damit. Haben wir da wohl noch ein paar in Kisten? Ist okay, schnell. Ich hab's. Gut. 69. Also, du musst deinen Karten immer. Nee, du musst es aber nur im Inventar haben. Ja. Ja, ich hab's aber Glas geschmissen gehabt. Juhu. Ich hab einen. Opa Stairs. Mach ich schnell. Woher hat den Steinschneider geklaut? Ich. Why no? Wo ist er? Wollen wieder zurück?
bin ja. ich bei meiner Baustelle auf die Gleise. Im Hub. Im Hub, genau. Bist du dreimal dran vorbeigelaufen? Ja. Darauf achte ich auch auf jeden Fall. Katkoppersteers. 4 Stück. Hey. Können wir dann gleich zum Rosten aussetzen. Bruce Sapling. Jo. Also ich glaube, wir sind gerade auf guten Wege auf die 100. Ja, das... Oh, bloß ein Item, komm, was stoppt. Ich habe schon ein Sapling. Gut. Das waren... War das jetzt auch schon wieder Nein. Nee, das waren wieder die Nähe zu anderen. Ja, ja. Du hast das Blinken auch beim anderen. Furnace. Jetzt haben wir... Da können wir den schaffen wir nicht. Schwierig. Dann notiere ich ja, das hätte jetzt noch 2 Stunden geht. Eigentlich gedauert. Ich sehe, was für ein Scheiß ich bekomme jedes Mal. Und Stettling. Haben wir doch safe irgendwo. Ja, da. Ich glaube, die Brücke haben wir auch soweit fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch nicht. Ich mache mal Notizen für die V33. Dieses andere Geräusche hören. Oh, haben wir nicht alle rausgenommen? Scheinbar nicht. Entweder du holst das gar mit einem Cheat, also mit dem Command, das weg ist, oder? Ja. Er hat es geändert, ohne dass ich was gemacht habe. Er hat es geändert. Gut. Also ich glaube, der hat einfach nur eine Weile gebraucht, bis er erkannt hat. Lingering Potion. Haben meine Gastrainer. Ja. Haben wir Regeneration an sich. Da habe ich nur einen Zahn vergessen. Doch. Ich bereite schon mal die Lingering Potion vor. Nein, ich hab schon Splash, keine Sorge, ich mach. Ein Splash. Hast du einen an mit? Ist aber kein Splash in dem Fall. Ich hab einen Splash bereits. Ja, und damit machst du eine Lingering. Aus einer Splash machst du eine Lingering. Oder was meinst du? Nein, wir haben doch schon eine Regeneration. Aber Strong. Also, moin, Alter, erstmal, aber bei mir, also wenn ich in meinen Stream gucke, warum steht unten All Items einen? Und nicht Factorio. Weil ich Gastrin auch. Ach so, bewahre. Drunter meinst du. So, Unteraufgabe, ja. Und ey, Verwaltung, Regeneration. Aber ist das schon lange? Dann herzlichen Glückwunsch. Ja, Generation. Mir fehlten gerade ein paar Herzen. Bitte. War das eine Long-Generation bereits? Mensch. Egal. Jetzt müssen wir doch eine Gastrin geben. Jupp. Versuch was wert. So, jetzt müsste es stimmen. Ja. So. Was? Lande- und Stadtbahn? Ja. Du musst erweitern, nicht für Abrisus. Nee, also... Ich hab das doch, hat hier auch schöne Landebahnbefeuerung, ne? Na. Das war nix. Ja, das war nix. Der Vorführeffekt. Und jetzt schafft er es auch nicht auf dem Stein abzuheben. Ja. Das war eine Rakete alleine. Ey, er hat es geschafft. Abrisus nicht auf dem Stein. So ganz. Ah, das... Ich sehe es gerade im Stream. Es hat doch eben funktioniert, ey. Wenn du in der Luft bist, musst du perfekt den Timing haben. In der Luft. So. Ding. Dann Rakete. Au. Ich komme. Ja. Alter, was hältst du davon, wenn du mal kurz Twitch reloadest? Ja. Das könnte die... Ja, weil drunter noch Factorio stand als bespieltes Spiel, weil ich das heute... ja, nebenbei auch mal gemacht hat heute Vormittag, Mittag, Zeit rum. Aber jetzt steht Minecraft drunter bei mir. Oh. Gut, ich muss mal zur Schalkeboxen unten holen. Gibt's eigentlich auch eine Essenskiste noch, oder? Guck mal unten bei den Villagern beim Farmer.
Farmer. Strong Regeneration. Auch 5 Sekunden Effekt, der jetzt da ist. Oak Button, ich mach. Nein. Oak Button. Caprisus. Ja? Oh. Ich hatte meinen einen über. Ha, hier. Ich wollte gerade. Ich habe voll mit da noch einer drin. Ja? Da oben. Ach, da oben. Ah. Guten Appetit. Nee, nee, reicht. Komm, Netherite Ingot, jawohl. Fire Recession, yay. Juhu. Wofür steht da dieses Lingering? Das ist mit Drachenatem. Ja, die verfehlen Zeit auf dem Boden. Ach so. Du solltest aus Slime, ist ja eh Fire Charge, doch. Wir haben schon Magma Creme irgendwo. Creme irgendwo, ja. Irgendwo da, wo, ne? Da, ich hab. Monster Loot. Wir könnten uns, wir könnten uns auch Unterwasseratmungstränke bauen, ne? Theoretisch. Ein Pufferfisch haben wir ja. Oder halt so eine Turtle-Helm. Der hat ja von sich aus, Ne, der hat nur Resistenz und Langsamkeit. Jesus. Sicher? Einfach. Aprisus Respiration 3 und du hast gefühlt für immer Unterwasseratmung. Okay. Ja, das kann ich ja noch drauf hauen bei mir. Und dann ach. Dann Aqua noch Affinity. Aqua Affinity Respiration. Oh. Das ist eine normale, gut. Was machen denn die Hinterlama hier in unserem Wassertal? Keine Ahnung. Will die einer haben oder warum sind die hier? Jesus, Aqua Affinity und Respiration sind auf der anderen Seite. Hab ich auch gerade gemerkt. Ich weiß nicht, wo der Händler ist. Ich bin auf jeden Fall das eine, was im Wasser ist, um. Es ist noch, der hat einen Unsichtbarkeitstrank gemacht. Nein! Ach ja, ich seh's, die Artikel hier. Genau. Und der Pisser! Oh, Kugelfisch einmal gibt. Hat der Nautilus Chills? No. Die müssen nämlich auch irgendwie mal, die müssen nämlich auch sammeln, bevor dann irgendwann der Conduit drankommt. Nee, doch, leider nicht, aber er hat Kugelfisch einmal. Und Geweihtenbrillenblock. Super, nächstes Item. Cooked Beef. Haben wir davon noch irgendwas? Nee. Aprius hat es ja im Inventar. Richtig, wollte gerade sagen. Und da können wir gucken, es hat nicht doppelt gemacht. Das ja. Ding funktioniert. Ja. Bin stolz. Red Schalke-Box. Wie gut, dass ich noch eine leere Magenta-Schalke-Box habe. Ich habe zwei und leere. Und dass wir eine Kiste voll haben. Ja, ich habe jetzt hier eine, die ich einfach bei einem durchfärbe und die das. Am besten wäre es jetzt, wenn du random irgendwas putzt und dann funktioniert das. Heavyweight ist das, glaube ich, die goldene, richtig? Ja, ja, Gold, ja, die goldene. Dann, komm mal her, 2 Gold. Nee, das war die Lightweight, die goldene. Okay. Also, das ist die eiserne. Dann die eiserne, ja. Heavyweighted. Wobei Gold schwerer ist als Eisen, aber egal. Ja. Nur mal so, du könntest dein Inventar mit Schalkerboxen, die voll mit Goldblöcken sind. Ich werde jetzt nicht durchrechnen, wie viele Tonnen das sind, die ich tragen könnte, aber nun ja. Haben Na? Wir schon roten Sand? Irgendjemand hat roten Sand mitgenommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir haben einen Stack roten Sand hier eigentlich irgendwo. Ja, irgendwo ist gut. Ah. Eine kleine Sandkiste, haben wir doch eine. Ja, ja, da ist nichts. Vielleicht selten wertvolles.
auf Sand. Noch mehr Stein. Huhn. Alle suchen kann nach man roten Sand craften? Nein. Wir haben noch... Ja, irgendwo hatten wir einen. Ich hab einen Stack mitgebracht, auf jeden Fall. Vielleicht in Endertruhen oder so? Nee, ich war mit Endertruhen unterwegs. Ich hatte es im Inventar. In irgendeiner Schalkerkiste, Kevin, verbasselt? Nee, ich hab sie beide durchgeguckt. Ich hab meine drei Kisten durchgeguckt. Ich dann hab zwei Leer und eine. Würde ich sagen, dass wir eine Runde losfliegen. Weil du der Einzige bist, der eine rote Wüste irgendwo hat, glaube ich. Ja, auf meinen 10 Kilometer Trip, aber der hat sich nicht gesteckt in der Welt mehr. Ja, ich bin auf dem Weg, aber dauert trotzdem eine ganze Weile, ne? Also, ja, dann nach Westen, ne, bist du auch nicht unterwegs. Und jetzt müssen wir den Stack roten Sand finden, kurz bevor er da ist. Genau. Hier unten ist eigentlich auch keine Kiste, wo der drin sein sollte. Mit höchstens die Weizenkiste. Ne? Nein. Ich hab schon gar keine Raketen mehr. Ah! Ich hab'n! Wo? In der Unbezitelten da unten. Ah. Bardo, kannst umdrehen. Jetzt, wo ich da bin. Aber ihr habt bestimmt so das Resto-Zeug eh nicht, von daher. Ja, bringe einfach mit. Ich glaube, ich habe meine Schuhe mit Postwort gefallen. Oh. Schild. Meißel da. Ja, mach einfach in den Schnittdings da. Ja, Terrakotta haben wir bestimmt auch nicht, ne? Ich war einer Säge. Ey. Hallo, was haben wir bestimmt nicht mehr? Terrakotta in verschiedenen Farben. Ja, kannst ja mal mitnehmen. Ja. Aber die Grundfarbe am besten. Dafür braucht man Tab. Wo war er? Hier ist so ein Mini-Pickling-Zombie. Ist hier auf der Brücke, ne? Ich habe nicht gerade schon einen um. Was ist er? Ja, jetzt war er auf der Brücke. Er war. Wer hat sich vorhin beschwert, dass Tab sinnlos ist? Ich. Los, Bett! Ich hab noch ein Bett im Inventar. Aus irgendeinem Grund. Wie nicht, weil ich kann. Also, machen theoretisch. Erwischt. Nieder. Weil nur nicht reinlegen, wenn der war. Wächst Cut Copperstairs! Jo! Hab ich vorhin noch ein paar Cut ausgesetzt? Dann wachsen wir noch mal. Fertig. Wenn jetzt noch trocken abbauen. Wird, ja, das hat eine Weile gedauert. Kevin, ja, nein, ich hab schon. Hey! Ab. Also die Sounds gehen wirklich in sehr lange Reichweite. Hoppa! Guck mal in die Keine-Ahnung-Kiste. Abriso, ich hab gesagt, du sollst in die Keine-Ahnung-Kiste gucken. Ja, ich musste gerade andersweitig was schreiben. Abriso, wir wollen innerhalb der ersten Stunde auf 100 kommen, also packe. Ja, ne, ich hab ja gesagt, ich hab vor der Aufnahme gesagt, ich nenne die 100, das muss man vielleicht für die Zuschauer noch benennen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, ganz klar. Und ich habe schon gesagt, eigentlich muss da mir aus der Pistole geschossen kommen. Hey, wir schaffen die 200, aber okay. Leitblutkorn-Cut. Dann machen wir das doch mal. Und die ganzen
dummen Sachen, die man will. Dann haben wir schon mal ein Light Blue Dye. Crafting Table wird öffentlich. Light Blue Concrete. Dann bauen wir kurz ein Loch in den Boden. Ja, danke. Loch weg. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir als nächstes? Ja. Ein Block. Nichts leichter als das. Alter, warst du gerade laut. Schwieriger Goldblock. Vielleicht kommt so ein Deep Slate Kohle. Genau, Deep Slate Kohle. Dann schaffen wir es halt nicht mehr. Smooth Sandstone. Auch bloß auf oder so kommen. Ich mach. Momino, kann die Säge von deinem Bauprojekt wieder weg? Ja, mein Bauprojekt ist fertig. So, wo, in welcher Kiste soll Terrakotta rein? Das sagt mir jetzt mal. Also Smooth muss ja noch einmal gebraten werden. Vergesse ich immer wieder, Smooth noch einmal gebraten werden muss. Terrakotta würde ich in eine der Steinkisten packen. Die Doppelkisten ist sowas von die Steinkisten, die alle komplett falsch voll sind. Guck mal in den anderen Raum. Es gibt eine Kiste mit noch mehr Stein. Das ist eine Kiste mit Deep Slate. Gut, Smooth Sandstone Stairs. So. Kann in noch mehr Stein rein, wenn es abgehakt hat. Mutz. 69 Level. Ich auch. Oh, Glaspin. Ganz schwer. Ja? Glasscheibe. Ich baue Manus. Guck mal, fertig. Ja, das eine Potion. Och nein. Wer hat die Mundane Potion? Die hatte ich in die Tränke getan. Wüsste ich doch. Was? Ich jetzt nur mit der. Ja, eben. Die Mundane Potion zu craft, zu brauen, wäre ja wohl nicht schwierig gewesen. Na dann. Schmeißen Zucker. Ja. Aber hat man die in die Folge schon gemacht? Nee, mach zwei und eine Splash Potion direkt draußen halten. Okay. Das mach eine zweite noch. Ja. Dann können wir die Splash Potion direkt aufbauen. So eine Verschwendung von Drachenatem. Ja. Definitiv. Ja, man kann den Drachen ja nochmal neu beschwören. Hast du die Gastreden? Aber wirklich, also kann man nicht meckern. Jetzt noch schnell einen Rückkehrer Trank mit. Danke. So, jetzt kannst du Drachenatem reinschmeißen. Okay. Wollt ihr einfach so einen Nachttrank damit reinschmeißen? Jetzt, du kannst theoretisch jetzt noch irgendeinen Splash-Potion-Trank reinschmeißen, den du willst. Ja, aber es bringt nichts. Wir haben keinen, der dafür sinnvoll wäre. Lingering. Ja. Sanfter Fall haben wir und Verweiltrank Feuerschutz. Jetzt ist es zu spät. Ich demonstriere euch jetzt eine Lingering Potion. Ja. An einer effektlosen. Na ja. Dann. Ja. Und hättet ihr jetzt einen Effekt, könntet ihr euch einen Effekt abholen in der Wolke. Ja. Okay. Yellow Terrakotta. Er hat den Terrakotta geholt. Ja. Ja, Falo, super. Danke. Nächstes Item, was extern geholt hat, holt Apisus. Diamond Leggings hab ich. Ob wir alle passt. Ja, die hätten vielleicht nur anziehen müssen. Ich hab keine. Oh. Ja, come on. Game over. Wir werden bei 94 enden, Apisus. Warte mal, wir brauchen eigentlich
Nur? Nur Gewitter. Nee, nein. Wie, ah, ja doch, wir Gewitter. Brauchen, aber wir brauchen Gewitter, sozusagen eine Falle. Oder Dreizack, ja. Alle ab zum nächsten Meer und Dreizacks farmen. Los geht's. Und Dreizack-Poster. Das Lightning-Verzauberung haben wir ja zum Glück. Brauchen wir nur Dreizack. Ja, Blitzerblätter, ja, das dann. Ja, trotzdem brauchen wir ein Gewitter. Ja, ein Gewitter, ja. Stimmt, Blitzerblätter, die gibt's ja jetzt auch. Blitzerblätter nehmen wir einen Creeper hinstellen, fertig. Und vorhin hatten wir noch ein Gewitter. Dann versuche ich das Ganze mal aufzubauen. Also wir brauchen so oder so ein Gewitter. Ich bin natürlich ja in die falsche Richtung geflogen. Geil. Und Treiden brauchen wir auch. Könnt ihr euch trotzdem schon mal die, die nichts zu tun haben, suchen, weil wir brauchen mal. Ja, ich bin auch schon im Weg im Ozean jetzt. Bin im Nied. Gut, dann bauen wir jetzt das aus Kabel. Man sollte die von Drowned bekommen, ne? Nur ein Drowned, der einen Dreizack hat. Genau. Hat er 5%ige Chance, dass der einen Dreizacker oben den droppen lässt. Gut. Also ich schwöre den mal doof durch den Ozean. Wann der. Ich komme auch mal in den Ozean. Wenn der ja, was meinst, mehrere Mobs killt, dann wird ausgesucht. Also ist er zufälliges, was der droppt dann. Dann kriegt man nicht von jedem an. So, ich habe jetzt meinen Nametext vorbereitet. Wichtig, wenn ihr den Drowned killt, die mit den Nautilus-Shell unbedingt killen. Die Nautilus-Shellen brauchen auch 8 Stück voll. Deswegen auch wandernde Händler mal schauen. Oder wandernde Händler. Wandernde Händler. Kriegst du 5 von. Ja, kriegst du 5 von, wenn sie das mal im Angebot haben. Spawnen die Drowned überall? Wenn du Wasser hast? Überall mehr. Es muss, kann auch Tiefsee sein. Ja. Also einfach ein bisschen durch die Gegend schwimmen. Also und wenn der Singleplayer wird, habe ich Mensch, schon gut Mensch, ganz Mensch. Mit die scheiß Dreizack geköpft. Oder kann geht's bei uns in die Höhle unter unserer Base. Ja, und nee, da sind so ein paar Tausende. Hallo Delfin! Yay, ich hab Delfinsblitz. Ich hab einen Delfin-Effekt. Man kann die Rakete sogar unter Wasser zünden. Ja. Was ist hier für eine Struktur? Oh, mein Delfin ist weg. Wo ist mein Delfin? Weg. Er ist weg. Haben wir mehrere Nametags oder nicht der eins? Ich habe gerade 2 Nametags schon im Inventar umbenannt. Ich brauche dann auch mal eines. Ja, wir haben ja Village-Verträge, von daher unendlich. Mensch. Ist so viel. Für den Zombie, dass der die Aggro hört, oder soll ich das weglassen? Weil AFK, wir haben ja eine Init-Stelle dort. Können wir auch weglassen, wenn man mehr XP braucht. So, ja, diese Nacht vielleicht nicht. Diese Nacht dann vielleicht nicht schlafen. Damit ich die einfangen kann. Muss gleich 4 oder 5 Stationen, dass wir das gleich durchrattern können. Da gibt es ein Skelett, was gibt es denn für, alles für Köpfe? Skelett, Zombie, Creeper. Jo. Also insgesamt 6, aber. Ja, die eigentlich. Widder und Drachenkopf und irgendein, der was. Dann ist das wie die Kammer, wo. Das ist die Kammer, wo wir den dann reinlassen. Und hier packen wir dann im besten Fall Zombie und Skelett rein. Die Teile sind doch ein bisschen tricky zu finden, scheinbar. Jo, ich gehe jetzt mal bei uns in die Unterwasserhöhle. Da sucht ihr auch gerade noch den Zugang. Wo war das nochmal?
Die beiden Tunnel, die ihr gut habt. Oh, nee, die würden nicht gehen, die sind tödlich. Der alte Minenzugang geradeaus. Hier oben, Falo. Die Stufen und dann haben wir quasi rechts und dann unten. Also ich habe so im Meer offiziell gar nichts. So, und jetzt hier rein. Viel Spaß. Wow, der Tintenfisch hat sich gerade in Stein gebackt. Also ich habe hier eine Tonne Drowns, aber noch keinen mit Dreizack. Da ist einer mit Dreizack. Schieß mich bitte einmal ab. Danke. Ich habe einen Copper Ingot bekommen. Läuft. Hier ist jemand mit einer Angel. Warum geht die Truhe nicht auf? Kann man dort in den Schellen eigentlich angeln da noch? Das, die kannst auch angeln, ja. Jetzt geht's auf. Ich spinne. Ist halt Glück des Meeres oder so drauf haben. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, ja. Kill die Drowns, damit neue spawnen. Jut. Hier unten ist auch nichts. Oh, Meino. Wir sind auf der Suche nach Dreizack. Ich stopfe an Höhe. Ich hab doch schon gesagt, dass ich im Nether bin. Gut, da ihr euch jetzt eben in der Wasserhöhle ärgert, dann komme ich auch wieder zurück. Nee, ihr könnt ja trotzdem im Meer suchen. Ich hab nicht den einzigen Disc gerade gefunden. Vielleicht liegt es auch gerade daran, dass noch Tag ist. Was wird da die Raketen in Taunt nehmen? Mist, ich habe noch eine Wasserblase. Jetzt ist er weg. Ja, ich habe gerade irgendwie in der Luft gelegt. Wahrscheinlich werde ich gleich geschmissen für Fliegen. Ja. Nur Meino. Jogremin, könntest du mal bitte teleportieren? Ich komme hier nicht weg. Bin wahrscheinlich nicht geladen. Ich kann dich in den Wasser wieder teleportieren. Ich falle gerade ins Nichts. EP, Kevin. Kann auch sein, dass der Server gerade wieder hakt. Ich hab dich mal zur Prisus geportet. Was? Bringt nicht viel. Ja, der Server ist sehr gerade am Haken. Das meine minus ich minus 15, 16, 1600, 1700, 1800. Ja, minus also 2000. Also der Zombie möchte... Ah. Das ist ja mal gespielt. Sie haben Nein gewählt. Jetzt habt ihr den Spiel. Waren wir wahrscheinlich zu schnell, zu viel wohin geflogen. Das ist meine Vermutung, dass er mit den Rändern nicht hinterherkam. Encrypting. Ist der noch online, ja. Scheinbar schon. Ich hab eine Sekunde Ping. Also ich encrypte die ganze Zeit. Ich glaube, er hat sich jetzt komplett... Nee, ja, er ist jetzt komplett geschossen. Ja, ich bin da... Ja, die Oberfläche ist gerade auch weiß. Ach, jetzt hat sie geladen. Wow. Dann lassen wir den doch mal kurz laden. Ja, ich glaube, der ist komplett tot. Ja, wir sind jetzt bei Abfragen, steht da. Ja, wieder ein Survey Crash. Wie macht das ständig? Und soll das ich, weil ich gerade im Nähte geflogen bin. Also der Server denkt immer noch, die Spieler sind drauf. Ich sage ja, das war wahrscheinlich jetzt, dass wir zu viel, zu schnell irgendwo in verschiedenste Richtungen ausgeschwärmt sind. Ich glaube, das. Er hat sein RAM-Limit erreicht und hat dann gesagt, bye bye.
Also maximal nur ein, zwei Leute außerhalb des Tals rumfliegen. Dann sollte es eigentlich passen, glaube ich. Also Weil. muss er nicht den Server schließen lassen können. Weil wo Falo das Zeug geholt hat, war ja auch alleine eigentlich außerhalb. Da ging es ohne Probleme. Daher vermute ich mal, wir waren jetzt der eine im Nässe, der zwei im Ozean rumfliegen. Und ja, da war dann halt zu viel. Schauen wir mal, wer noch Fragen gefunden hat Lasst oder nicht. mich. Lass ja keine Rückmeldung, Dankeschön. Das, wenn der Windows Explorer sagt keine Rückmeldung, dann weißt du, irgendwas ist sehr schief. Gut. Wie gesagt, Also der nein. alte, also der Datei Explorer. Okay. Ich bin mal kurz AFK, wenn jetzt eh gerade nicht so viel läuft. Ja. Juhu. Dann warten wir mal. Wie oft ist der jetzt abgeschmiert? Einmal pro Stream? Einmal pro Stream, so durchschnittlich, ja. Oh Mann, ist das gecrashed. Oh, es berührt bei mir gerade überhaupt nichts. Also computertechnisch gerade kein oder gar nichts. Das ist eigentlich nicht normal bei einer 100er Leitung, glaube ich. Ich werde meinen Computer selber mal neu starten, oder? Bin gleich wieder da. Jo. War nicht der Anstrich, ist nichts. So. So, gut, dann benennen wir das Ganze um in die anonymen Minecraft-Versuchszocker hier. Leute, Anonymes Crasher. Genau. wir könnten es diesen Stream schon noch schaffen. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Juhu, Server startet wieder. Yay. Erstmal Max die MT-Explosions einstellen. Danke. Dann gib man ihm doch mal seine 5 Jahre Zeit. Ja, ne? Und, was habt ihr so gemacht? Einen Schluck getrunken. Stimmt, das ist eine gute Idee. Jo, er generiert schon den Never. Yay. 50% Never. Abfragen. Jetzt ist er am Ende angekommen. Meine Singleplayer-Welt ist nur auf 2,7 Gigabyte angewachsen. Boah. Ich kann mal gucken, was der Server auf dem Buckel hat. So viel rumgereist, Falo, oder weswegen? Ja klar, um die Scheiße zu finden. Also die nur Weltdatei, also nur die Overworld, ist 1,17 GB groß. Okay. Ich Aber ich bin lebe. wieder auf dem Server. Ja, ich auch. Ja,
Sehe ich. Oh. Ich gucke gerade noch an der Größe. Der Never ist 150 Megabyte groß. Und das gute alte End hat auch schon 250 Megabyte. Wie groß ist jetzt unsere Overworld? 1,17 Gigabyte. Sehr schön, dass du mit dem Zeug spielst, aber das wollte ich einsammeln. Delfin. Na echt, das liegt an der Wasseroberfläche. Schwimmen, zwei Felder Feuer kommt von unten, Delfin. Puff, weg. Also Server geht wieder. Ja. Ich dachte, es war gerade ein Debound. Nee, das ist nur ein Fabo. Auf die Ähnlichkeit zu verwechseln. Besorgen wir jetzt erstmal ein Akku-Affinity-Buch und macht das auf die Schuhe. Auf die Schuhe. Sonst, Seit wann geht was Aquafinity auf oder Schuhe? Wasseraffinität oder was habe ich noch nicht? Ja, Aquafinity Affa. ist doch nur ist auch Helm, damit du besser abbauen kannst unter Wasser. Und Ah. Atmung. Ja, Atmung Nein, habe das ich ist schon drauf gehabt. Respiration. Hast du auch schon Ja, Atmung. Death Strider für die Schuhe? War Death Strider, das, was ich sagen wollte. Naja. Nee, noch ein. Juhu, ich habe hier Dias in der Höhle Verdammt, gefunden. Ich habe Dias hier gefunden. Wow. Das habe ich hier auch noch nicht alles ausgeräumt. Noch mal schon fast einen Sektiers gefunden. Wir haben vorher auch 40 gehabt. Oh, sind hier Drowns? Ja, sauber. Am Saufen sind sie. Warum? Ach so, deswegen. Die haben mir die ganze warum wird das Ergebnis von FineCup nicht angezeigt. Da ist das Spiel Irgendwie erst spawnen vorbei. keine Drowns mehr. Tja, ansonsten müssen wir halt eine Farm bauen. Haha. Nee, es gibt. Naja, Wir müssen Token Farm. einfach alle Spieler kurz zum nächstbesten Meer mitnehmen. Nur mal so ein Mehr Sporen kommen wird. 80-Trank-Hilf bei. Ist Ein es. 80-Trank-Hilf unter Wasser, ne? Könnt ihr bitte mal aufhören, alle durcheinander zu reden? Ja. Nö. Paolo, du zuerst. Was wollte ich sagen? Das war nicht wichtig. Gut. Dann Kevin, du bist. Nazi-Trank hilft unter Wasser, ne? Ja. Und ich glaube, Ich mach mal Romano oder eben Pisas waren drei. eins noch. Ich Mach mal habe eben drei gemeint, Special Potions. ist es eigentlich egal, ob kalter oder warmer Ozean? Ja. Okay. Hier sind Also ich glaube. jedenfalls ganz viele, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich sehe hier keinen Das mit ist gut. Dreizack. Wir haben Dann schon wirklich hier wenigstens auch die alle. mit so einer neuen Muschel in der Hand. Aber nicht Die so eine schöne killen die Nachricht. Trockenen hier. Ja, das So, ist auch wenn wir uns schön. jetzt alle beim Ozean an einem Punkt Doch, da ist treffen. er noch mit Dreizack. Der Dann schießt auch töte schon ihn. auf mich. Ja, erstmal Kill hinkommen. him, kill him. Also, wenn wir uns gleich alle dann zum Ozean treffen, wenn jetzt Abrisus nicht schon einen Dreizack bekommt, Nee, ihr könnt kann ich uns gerne zu meiner allen nach sich Position nehmen. kommen. Hier Du ist musst wo? uns. Guck im Stream, 700, um die 760, 456. Richtung Portal halt. Da, gut. Aber ich markiert. Alle einfach mal auf dem Steg treffen, außer Prisus und alle anderen, die gerade beim Meer Ja, sind. weil ich muss gerade den sein Zeugs ausweichen hier. Muss man mit dem Metzger wiederholen. Herr Prisus, Dreizack kannst du mit dem Schild blockieren. Ach so. Also wenn alle beim Steg sind, kann ich uns alle einmal nach sich geben. Juhu. Flashbone haben ja Zu auch ein. viert. Gut, Also ich ich würde euch will schon hier mal. bleiben, ehrlich gesagt, weil jetzt kriege ich gerade relativ viele Drauen zumindest. Ich darf jetzt auch mal versuchen, Creeper einzufangen. Es ist ja gerade Nacht.
Gut, dann wird das halt nichts mit dem Nachtsicht. Hallo, drei Küper, ihr kommt mal alle dann mit. Nein, 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 nicht in die Luft gehen. Bumm. Gut. So. Sollte nur noch der hier alleine sein? Nein, Zombie, ich brauche jetzt nicht. So. Hat er. Also ich habe keinen gekriegt. Ich habe Kupfer getroppt gekriegt, aber wahrscheinlich. Oder ja, ich glaube, mit Looting 3 hast du eine Chance von, ich glaube, knapp 5% oder so. Du musst 20 Stück müssen killen. Ich habe Plünderung 3, ja. Warte, hier unten auf dem Boden liegt er. Was ihn? Das sind wahrscheinlich eher die auf dich geworfen wurden. Das kann sein. Kann ich den nehmen? Der ist jedenfalls immer runtergefallen jetzt. Ist es ein Item oder ist es eine Entität? Steckt es im Boden? Steckt im Boden. Dann nein. Kriegst du den nicht. Du brauchst ein Item. Du musst den als Item-Drop haben, nicht als Entity. Ja. Kannst du ja von den Skeletten die Pfeile nicht nehmen, die was werfen. Ja, stimmt auch wieder. Das war die verwegene Hoffnung. Aber hier ist ein Unterwasserdorf, könnte auch sein, dass hier noch einer ist. Ja, das bauen meistens hier. Unterwasserdorf ist gut. So, ich habe jetzt einen Creeper angefangen und einen Zombie. Also wenn wir da mal ein Gewitter haben. So, meine, was machst du jetzt gerade? Ich bin wieder im Neta. Gut, Kevin, wollen wir jetzt mehr aufbrechen? Ich bin hier unten noch. Weil ich werd gleich auch noch mal AFK sein. Ja, wenn ich habe nicht Nachtsicht tränken. Warum kann ich schon wieder die Truhe nicht auch, öffnen? Aber irgendwie stehe ich nicht auf. Ich kann gerade ja, nicht riechen. Ich sehe dich gerade in der Luft festhängen. Schön. Ich krieg ja, gerade auf dem Boden rum. Nee, bei mir hängst du gerade noch in der Luft fest. Ja, ich kann momentan irgendwie auf dem Boden liegen und jetzt auf dem Dach und wie. Ja, ich esse gerade die ganze Zeit. Jetzt, hallo. Jetzt hat er die Truhe aufgemacht. Au. Ich sehe nur so neben mir auftauchen, aber man ist ja in der Luft und fällt runter. Ein Server. Ja, es ist 10 Ticks die Sekunde aktuell. Der Ernst. Hä? Und okay. Ja, ich hab dich getroffen. Hab diese schon 19 Stunden. Nee. Jo. Ja, wenn ich bin ja auf dem Weg zum Meer. Wenn du zu langsam bist, ist dann. Und vielleicht ganz halt stoppst. Ich hab's schon abgehoben. Ja, dass du abgehoben bist, das wissen wir. Erzähl uns was Neues. Hast du dir schon Trank reingepfiffen? Gerade gemacht. Toll. Wozu habe ich denn die Splash Potion? Zum selber nutzen, zum mit Aprisus teilen. Ja, so, weil ich habe gerade keine Nachtsicht, das stimmt. Cool, Gott. Ja, dann so, das ich bin jetzt wahrscheinlich schon länger nicht mehr so richtig mägen. Zumindest Minitz. Eine Angel mit Fluch des Verschwindens, die nehme ich schon deswegen mit. Ja, Pris, ich würde empfehlen, damit nicht mehr zu sterben. Wieso? Wenn ich glaube, ist sie weg. Verschwindet die. Die Angel verschwindet, okay. Ja, wenn die Fluch des Verschwindens. Die hat ja nur so einen komischen Fluch drauf, ne? Also sag nochmal deine Koordinaten. Ja, YoGaming ist schon bei mir, aber im Moment scheint hier kein weiterer zu sein.
Dann müssen wir müssen auch mal sagen. 700, 500. Guck mal, Jesus, wir schummeln ein bisschen. Ja, ich halte auch nicht für sinnvoll, dass wir alle an gleichen Stelle sind. Ja, ich auch nicht. Ja, dann konzentriert sich aber der Spawn im Bereich. Ja. Hey, die spawnen so langsam, die kommen hin hinterher. Ich habe einen Luck of the Sea Angel. Ja, schön. Ja. Jesus, wollen wir uns dann mal kurz auf der, ja. Pilzinsel treffen. Ja. Ja, da sind wir nebenan. Ja, deswegen mache ich das ja kurz. Das war uns auch bei Pilzinsel mal kurz. Ich angel mal eine Runde. Ich finde das cool, dass mein 10-minütiger Fortschritt, also 10 Minuten bevor der Server ausgefallen ist, umsonst war, weil ich habe gerade da die zweite Plattform bei der. So. Level Farm gemacht und irgendwie verletzt. Jawohl, dankeschön. 4 Ringe. Was ich eigentlich schon gesetzt hätte. Och, jetzt unter Wasser bringt das gar nichts. Finde ich geil. Nee, stimmt, unter Wasser bringt das nichts. Ja, doch, ein bisschen was. Ein bisschen was. Wenn du tiefer bist. Über Wasser ist sehr sinnvoll, aber unter Wasser ist das gar nichts. Auch eine Truhe. Was hast du? Leerjacke, verrottetes Fleisch. Ja, ich habe das schon soweit gelehrt, sozusagen. Ich angel. Ich guck mal. Warum der Server schon... Einen Dreizack. Was? Ist das Gewitter oder ist das Regen? Tja. Donner sogar? Ich hab Wetter-Sounds aus. Also eigentlich Blitze müsstest du auch so merken. Wetter ist, müsste es auch. Ja, ich bin auf dem Meer. Es stinkt jetzt nicht so viel ein. Toll, noch ein Kot. Hallo Drowned. Stirb. Ein Drowned, ja. Da hinten ist noch einer. Ich hatte jetzt auch 2 Dreizack-Typen, aber ohne Drop. Schön, auf den klopfe ich gerade ein. Der kommt vor mir, YoGaming. Holt sie auch erstmal eine ab. Hey, Delfin. Nee. Ja. Ja, Delfin, Speedboost. Wie bekommt man einen Speedboost von den Delfinen eigentlich? Wenn du schnell schwimmst bei ihnen. Sprintschwimmen. Automatisch. Und dann verfolgen sie dich eigentlich auch. Ja, wenn sie irgendwie nicht so doof wären. Yep. Aber das Schöne ist, du kriegst halt das letzte Delfins und kriegst dann damit einen Speedboost im Wasser. Ja, also ich bin jetzt ein paar Kilometer von euch entfernt. Ich bin sozusagen rechts weg. Und ja, guck da auch mal. Komm her. Ist ja egal, wo wir den Dreizack finden, solange wir ihn finden. Ja. Da ist ein Delfin. Ich kann wieder zurück zu euch. Wow, ich schaff's gerade. Ich hab's geschafft, schneller als die Blöcke, Chunks zu generieren können, zu schwimmen. Hm. So. Welche Sprache? Schwerer Sprache. Das ist Deutsch. Ach, was meine Schule immer gehasst hat. Ach so. Der ist entraunt. Ach, das ist wieder ein Unterwassertempel, okay. Nicht Abbaudämmung bekommen. Natürlich. Ostermilch mitnehmen. Irgendwo in die Richtung ist einer Prisus. Was ist bei uns dem Teil geplünderten? Hier sind schon wieder Ersoffene bei mir, aber noch kein. Dann töte sie damit beim Mobcap. So, zack.
Angel mit Köder 1. Nee, lass mal. Ah, da ist der Teil geplünderte, scheinbar. Nee, das ist nicht der Teil geplünderte. Wie viele Unterwassertempel sind denn hier? Warte mal, da ist noch. Wir waren die doch im Certain, oder? Ja, ja. Ja, ich. Die hier sind dran direkt nebeneinander. Warte mal, der hat so eine Seedings, ne? Ja, wir haben eine Nautilus Shell. Ich hab eine Nautilus Shell. Ah, 7. Okay. Nein, nicht in den Tempel. Aber die Rakete. Ah, Delfin. Hallo, Delfin. Kommst du bitte mit mir mit? Ich würde deinen Speedboot gebrauchen. Wir haben jetzt mal einen Teil geplündert, aber anscheinend kommen wir hier nicht hinterher. Erstmal ist hier auch die Insel. Ich schwimme auch mal zum Weg zum Teil geplünderten. Treffen wir uns da auch mal. Ja, 700 Blöcke habe ich noch. Mal sehen, ob ich den nächsten Dreizack finde. Ich schon wieder. Connection lost? Ja. Komm zurück. Ja, und ich pack. Ah, doch nicht. Ich dachte, ich back jetzt gerade in einem Tank und werde gleich irgendwo in einem Block ersticken. Das Elytra-Effekt weg. Seid nie. Bist denn du ein Traumfisch? Ui. Ich habe einen dieser tollen Copper Veins unter Wasser gefunden. Was? Ja. Diese riesigen Copper Veins. Am Meeresgrund sehe ich immer nur so einen riesigen Granitpatch mit tonnenweise Kupfer drin. Okay, ich bin mal kurz auf K. Na? Nicht Kupfer, Kupfer. Kupfer ist halt anderes. Da bringst du wenigstens aus dem Game raus, ja. Jetzt. Gute Nacht. Nacht. Schade, ja. So, jetzt aber Afka. Sollte man seltsame Suppen essen? Was essen? Seltsame Suppe. Ja? Ich stelle nicht mehr so viel. Das klang eher fragend als wisst. Ja, bitte essen. Immer muss ich. Ohne Schatzkarte. Leere Karte, Federn und Papier. Ah. Oh, Kevin. Darf ich hochschwimmen? Kevin, dein Ernst? Das wollte ich gerade plündern. Ich hab's gerade gesehen. Dachte ich, plündere das mal. Nö. Kannst den Rest noch rausnehmen. Ich hab eine leere Karte. Die Schatzkarte. Und eine Schatzkarte. Na dann, dann gib mal her, ich. Die Schatzkarte kann ich mir mal angucken. Na dann such mal einen Weg zur Schatzkarte. Ja, wir sind, Weißt du, wie meine Schatzkarte. Norden nutzt. Ist immer oben, ne? Norden ist da lang, in Richtung. Da hier. Auf der Karte ist Norden oben, ne? Ja. Wir sind im. Nordwesten der Karte auf jeden Fall. Na dann. Muss südöstlich. Also auf jeden Fall eine Teil. Warum ist da ein Skelettreiter? Auf dem. Ja, okay. Nicht dann, den sehe ich auch gerade. Aber sag das. Wurde nicht gesagt, dass der teilplünderte Tempel mobfrei wäre? Ja, innen drin. Aus dem Brunnen. Nur die. Die Gegner drei Hauptdinger sind weg. Und der ist innen drin komplett, fast komplett trocken. Ich war ziemlich ein bisschen von dem Tempel mal. Ah, Herr Buffo, ich konnte Nachtsicht. Wo ist jetzt dein toller Schatz?
Ich habe keine Raketen mehr. Ich sollte mir die aufheben. Wollen wir jetzt echt nach dem Schatz nachgehen und nicht hier über den Drowned? Ja, wir können unter Wasser schwimmen. Schatz dauert eine Minute. Wir können dahin schwimmen. Dauert es ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind deutlich im... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Jetzt haben wir uns schon wieder verloren. Ich glaube... Ich bin bei unserer Pilzinsel jetzt gleich. Jetzt bist du ja in die Richtung geschwommen. Wir müssen in... So, erstmal auf der Pilzinsel sein. Dann orientiere ich mich auch nochmal. Oh, da ist nur... Ich darf meine Raketen nicht mehr nutzen, sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Hier hast du keiner in der Enderschest drin? Nö. Was immer noch... Gut, dann gehe ich mal dem Schatz nach, ne? Ja, wo bist du denn? Ich möchte mitkommen. Ich fliege nach Südosten gerade. Ich bin also, du fliegst schon. Ja. Ja, gut, dann schwimme ich mal nach Südosten. Ebene. Da war eben ein Po. Ach, nee. Ich habe noch 13, Raketen? Ja. Ich 9. Die gebe ich mir auch für den Heimweg. Schildkröten. Hallo, Krötis. So. Also ich bin auf Land bei 1530.100. Ja, das dauert. Und ich bin auf der Karte immer noch, ach, schon größer geworden. Ich würde dann empfehlen, F3 zu drücken und dann müsst ihr irgendwie was mit. Wo war's? Da Chunk, Doppelpunkt, der erste müsste 9 sein und der zweite muss 9 sein. Und der dritte muss 9 sein, erster und dritter. Ja. Und dann landest du direkt in... Wenn du da nicht die Map von YoGaming hast, wo man Schatz nicht finden kann, dann ist das auch okay. Also bei Chunks müsste die zweite Zahl 9 sein, oder was? Nein, die erste und die dritte. Dann die mittlere ist egal. Also, ich glaube hier nicht, was ihr wollt. F3, da steht Chunk unter den Koordinaten. Ja. Unter Block. Ja. Und da stehen am Anfang 3 Zahlen. Die erste und die dritte Zahl muss 9 sein und dann darfst du dich nach unten buddeln. Also ich soll mich im 9. und 9. Block da nach unten buddeln. Richtig. Also ich finde so Drowns, aber keine Breitsack-Viecher. Und weit bist du noch, Hugh Gaming? Ja. Ich glaube, ich darf noch so ein bisschen. Sag mir einfach mal deine Koordinaten. 1600.000. Ja, gleich da. Trotzdem, mit Wasser ist das immer ein bisschen lustig. Für Mensch. Ist das zufälligerweise eine Dschungelinsel? Ja. Gut, jetzt muss ich nur gucken, welche Teile, wo du dadurch da aufhältst. Auf dem Strand. Ja, Strand ist ein bisschen viel. Schildkröten. Am Schildkrötenstrand, ja. Ja, du bist nicht in dem Schildkrötenstrand, wo ich war. Du bist bei 1600 und etwas, ne? Wir sind schon bei 1700. Schön, ich bin bei 1500, du Affe. Bei knapp 1600. Du bist schön dran vorbei. Da bist du. Hallo. Hallo. Welchen Schatz, sagt die Schatz... Wo soll die Schatzkarte sein? Weiter nach... Ach, jetzt gehe ich wieder in die Richtung. Komm, wir gehen am Strand lang. Wir werden auf... Ach, wir spawnen schon die Karte. Wir laden die Karte schon. Juhu. Sag stopp, stopp, wenn du auf dem X stehst. Lass uns kommen. Die ist am Wasser, das X. Aha. Der etwas hinter dieser...
Hier soll das sein, in dem Bereich, in dem Tank, ja. Gut, dann drückst du jetzt F3 und schaust, dass... Ja, ich habe eben schon kapiert, was ihr wollt. Dann kann ich dir sagen, es ist der Block. Not knapp dran vorbei. Der Block. Ach, ja. Oder warten. Herz des Meeres. Ja, hast du Schalker dabei, ne? Nö. Gut, ich habe eine Schalkerkiste dabei. Hast du gut gemacht. Ja. Bitte. Gold mitnehmen, Eisen. Ich bin Marien kann man. Mehr. Partner, ist eine gute Sache. Kann ich schlafen? Nein, es ist Regen, kein Thunderstorm, gut. Ich würde sagen, der Mopfer ist fertig, aber irgendwie habe ich gerade gesehen, dass die Loren verdacht sind. Irgendwie hat mir die Loren da verzogen. Entchen. Deswegen wieder Rosen, bitte. Ja. Ich glaube, Abriesen wird uns böse, wenn wir den Wisser ohne ihn töten. Oh, den Wisser. Zu dir wäre es hier. Ja, ich glaube, morgen geht es dann wahrscheinlich an Würstglätte farmen. Würst farmen? Würstglätte. Achso, ja. Würden wir Netherite für mich farmen wollen? Das können wir auch machen. So. Ich habe bisher ein paar. Wie viel TNT haben wir denn jetzt eigentlich? Habt ihr das da schon jetzt verballert, oder? Du kannst ja jetzt halt Neues machen. Ich glaube, es mangelt gerade mehr am Sand anstatt als am Gunpowder. Okay. Ja. Und dann kriegst du eh am Sand. Weil ich hätte gern so zwei eben 3-4 Stacks TNT. Ja, ich glaube, für 2 Stacks reicht es aus, unser Vorrat an Gunpowder. Haben oben ist leer, Sparksche Art. Habt ihr den jetzt gefunden? Hallo, hier erstmal wieder. Nein, guten Tag. Hab ich nicht. Ich habe eine Schatzkarte gefunden gehabt. Die Schatzkarte kann ich ja auch wieder wegschmeißen, ne? Ja. Ich habe eine bei uns im Lager für Notfälle. Die wir sonst noch nehmen können. Liebe Drown, wo seid ihr? Ja, ich schwimme jetzt ja auch schon die ganze Zeit und ich habe noch keinen gefunden. Und vielleicht liegt es daran, dass gerade Tag ist und deswegen spawnt nichts. Doch, die spawnen draußen gerade ganz gut, aber die Dreizack-Leute tun sich so schwer. Ich habe einen Silja-Baum mitten in der Wildnis gefunden, das hatte ich auch noch nie. Ich habe da drunter ein Lushcave, ganz einfach, das zeigt an, dass ein Lushcave drunter ist. Ja, ich nehme ein bisschen das rote Dirt mit. In der Pilzbiom war auch, fand ich auch, habe ich auch eine Baum gefunden. Jupp. 20, nein, noch mehr Route Dirt. Also Route Dirt, und da sagen die Leute, Route Dirt ist schwer zu bekommen. Du brauchst nur so einen wilden Baum und schaffst einen Stack. Das nächste Bild. 2 Stacks. Ich kann keine Ruhen öffnen. Ja. Ich dachte schon, ich verkack's hier, aber der Anflug war genau perfekt. Dann können wir bei CTS mit auf der Endmap spielen. Also nicht komplett reinscheißen. So, jetzt muss ich erstmal das Ganze, was ich hier eingesammelt habe, erstmal verteilen. Ich habe diese kurze Sicht unter Wasser. Abrissus, dreh dich mir um. Ach Gott. Der schreiende Mund, cooler Skin. Oh Mann, ey. Ach, Scheiße. Oh Gott.
Oh, Leute, ey. Wir kommen bei den Chaoten. Ja. So, erstmal die ganzen. Ich hab gedacht, dass wir was Produktives machen. Nee, so. Also ich hab jetzt. Aprisus, wie war das mit unserem. Ja. Was? Was nochmal? Okay, Fred, tu erstmal wieder. Ich hab jetzt tonnenweise Route Dirt. Aprisus, wie war das mit unserem Pessimismus? Ja, wir haben noch 6 Items, hallo? Wo ist jetzt das Problem? Im Winter liegt das Problem. Wo kommt denn zum Beispiel Papier oder leere Karten rein? Keine Ahnung. Falsche Antwort. So, es ist, wir haben eine Kiste mit dem Titel. Keine Ahnung. Ja. Rein damit. So, wo ist die Kiste? So. Weiß nicht, wo, keine Ahnung. Ah, ein Dreistag-Typ mal wieder. Aprisus müsste doch davon. Ach, da. Viel Ahnung haben, wo keine Ahnung ist. Ja. Natürlich wieder nichts gedroppt. Juhu. Ich bin in der Lush Cave angekommen. Ey. Du sollst Dreizack-Farben und nicht allen möglichen anderen Scheiß. Nee, ich habe jetzt deckweise Route Dirt. Wofür braucht man da mehr als ein, zwei Stück? Bauen, keine Ahnung. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder raus? Jo, jetzt bin ich auf Höhe 0. Ja, ich schwimme gerade in der Unterwassersee in. Ja, ernsthaft hier unten ist ein Skelett? Hallo, Krepper. Tschüss, Krepper. Oh, ist nervt. Ich bin mein Internetanbieter und das Ganze nicht sehr. Juhu, eine Wasserhöhle mitnehmen. Ach nee, das ist nicht Wasserhöhle, das ist Meer. Meer Wasserhöhle? Ja, die neue Wasserhöhle namens Meer. Ich bin gerade in der Tiefsee-Wasserhöhle. Also 70 Drowns gekillt. Nicht ein Dreizack. Nee, bist du nicht. Wie heißen denn die anderen, die Typen mit dem Dreizack? Oder sind auch nur Drowns? Das sind auch nur Drowns. Dreizack Drown. Aus dem anderen Server habe ich insgesamt 2 Drowns gekillt und 2 Dreizacken bekommen. Da fliege ich so übers Meer mit Elytrasee, so ein Dreizack-Typen. Ach, kill ich mal auf einmal Dreizack. Dann ganz dann hat ihn 2 Mach. Oh, wir haben meine Schalke ausgerückt. Ja, wahrscheinlich mache ich gerade einen schlimmen Fehler, weil ich irgendwie quer drunter durchfliege, schwimme, aber. So, wo bin ich denn überhaupt gerade? Ah. Ich schwimme mal in Richtung Heimat. Ja, ich will auch einmal nach Hause. Es regnet immer noch, oder ist das jetzt Fanda? Nö. Das ist nur meine. Bist du eigentlich jetzt ganz raus, oder was ist? Mir wächst Internet gerade voll. Ja, stimmt. Wir hören's. Ja, Rakete funktioniert. Also ich stehe gerade an der Schwammgrenze im Meer. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, ich kann gerade. Ah. Wow, ich konnte mich 2 weitere Chunks bewegen. 3. Bin erstaunt. Immer noch kein Drown, seitdem ich von der Insel weg bin. Connected Server.
Ja, wahrscheinlich macht das Reconnecten gerade das Ganze in Serverschrott. Ja. Ach. Da ist er ja. Ich kann die Truhe öffnen. Juhu. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach am Meeresgrund. In 40 Stunden schon. Ja, ich habe viel zu tun. Die Zeit bei dir zurücksetzen. Ich war nicht drohen öffnen. Connection lost. Das liegt aber noch nicht gerade, auch nicht direkt am Internet-Server. Ah, das liegt bei meinem Internet. Ja, Tschüss. und der Server auch. Wird auch ganz Nee, aber der anders. Server läuft auch super. Also ich kann ganz normal die Drowns killen. Also, ich habe gerade 6 Stück oder so gekillt, die auf einmal gespawnt sind. Bei mir läuft keine Ja. Internetzeiten momentan gerade. Oder laut ewig. Gerade habe ich auch maximal Render Distance statt 30 Schadens. Nur ich habe keine Ahnung, wie jemand sie aus der Höhle rausfindet. Oh, ein Wrack. Doch mal in die Richtung. Oh, was war das? Ups. Unbreaking. War mein Hobby. Und Aqua-Affinity-Hütkasten gibt's sage. Juhu, XP-Bottle. Das war Protection 4. Juhu, eine Buried Treasure Map. Ich muss nach da. Ja. Nein. Doch, ich bin Au, nördlich, jetzt muss ich nach au. Süden. Au. Ein Moment noch. Der schreiende Moment noch. Und wie soll das jetzt funktionieren ohne Dreizack, also mit den Blitzableiter? Wie geht das dann? Er schlägt Ich einfach brauche einen ja einen Blitz Charge rein. Creeper. Ja, ist mir schon klar, aber wie bekommt man den? Was muss man da machen? Muss man da Den den. Creeper bei einem Blitzarm. Beziehungsweise Ja. ein Creeper muss vom Blitz getroffen werden. Blitzableiter machst mit Cooper. Ja, ist mir schon. Nein, wie? Muss ich den da in die Nähe stellen oder wie funktioniert Ja. das? Wie technisch Ja. das funktioniert? Ja. Da Warte, stellt sich einfach Creeper in der Nähe von da, wo ein Blitz einschlägt. wenn man Genau. dann Und wenn rumst der und dann dann. Creeper machst, boom. Und Mach Creeper das. groß, boom. Großes Badaboom. Und Oh, deswegen ein Feuerball, Blitzableiter. Junge! Wird es auf 4 Blöcke umkreist. Der Charged Creeper kenne ich wohl, so. Ich kenne halt nur die natürliche Generation, also dann halt den Trident macht, also natürlich, aber zumindest da den Weg kenne ich, die Machen. andere ist mir neu. Ja, die Creeper natürliche machen muss. Generation ist Ja, die ist eigentlich, noch wenn anders, ja klar. zufälligerweise ein Blitz eintrifft. Das Also ein war da. natürlicher Charge Creeper ist selten. Ja, sehr, sehr selten. Ui, Delfin.
Geht der Erfrokinetische Energie? What the fuck? Ja. Was ist das? Ist, wenn man mit einer Energie nicht umgehen kann. Ja. Er hatte jetzt ganz dolle Kopfschmerzen. Jein. Du bist irgendwo voll gegengedonnert. Was heißt nein? Ich bin geflogen und hab auf die Map geschaut. Ja. Lauf. Also ich habe jetzt in den letzten 10 Minuten 2 Drones getötet. Also ich garantiere mindestens 20, 30 Stück. Geschaut auf der Map, wo ich mehr habe oder sowas. Hab zurückgeschaut, hab keine Chunks mehr gesehen und dann haben wir bei Dozen. Gegen den Berg geflogen. Ich glaube gegen den Baum. Bin da nur 300 Meter gekommen, also. Oh ja, ein weiteres Feuerwerk. Wie kann es eigentlich gern sagen, dann was. 84 Drowns habe ich bisher gekillt. Nee, komm, das gibt's doch nicht. Oh, Ballroller. Was heult er denn? Ich kann ja auch Mobster. Was hast du denn? Statistiken, Mobs. Weg. Drowns, wo seid ihr? Ja, ich habe insgesamt 32 Drones getötet und Drones haben mich 16 Mal getötet. Hopp. Irgendwie kann ich mal eine ziemliche Rechnung offen. Ich wollte ja auch gerade sagen, das kommt irgendwie nicht gerade aus. Bei unserer Base gibt es wohl einen riesen Eisenader. Oh. Ja, die finden wir früh. Bin ich wieder gestorben? Noch nicht. Warum schwebt die Kohle random durch die Gegend? Wie, wo Kohle? Ich bin mit bei seiner Burschenruhen und da schwebt auch immer Kohle durch die Gegend. Oh, ich habe noch eine Kupfer für ihn unter der Ruhen gefunden. Noch eine Kupferwebe. Also am Meeresboden findest du unendlich Kupfer. Kupfer findest du über wie Unkraut. Ja. Kupfer. Kupfer. Ja, dafür kannst du froh sein, wenn du da mal mit Kupfer bauen wollen würdest, hast du genug. Ich wollte nur meine Sachen mit der grünen Helle auf. Nee, du willst es mit Kupfer bauen. Das klang... Ich habe gerade eine ganz schön lange Endauer 1 Rakete. Irgendwie die 10 Sekunden gehalten. Ja, ich komme gerade beim Einloggen. Da merkt man auch gerade, da hatte ich auch Schwierigkeiten. Also wir laufen gerade konstant auf 11 Ticks die Sekunde. Juhu, noch 800 Meter bis zur Base. In 1000 Blöcke geschwommen, ich einen Drown gefunden. Nee, einen habe ich. Aber das war's. Ich kann meine Raketen rausholen. Ich hab noch gelandet. Und meine ständig rein raus, hilft auch nicht, wenn es nie klappt. Du hörst dich auch im Discord schon heftig an. Ja. Ich bin überladen. Ah, Trident-Typ. Bin überlangt. Ich sehe unseren und Berg. Wieder nichts gebraucht. Ich sehe unseren Berg. Dann, Farlo, ich leiste dir jetzt mal mentale Unterstützung. Aber nur mental. Ja. Farlo, du schaffst das. Gab an dich. Schaka! Nicht auf! Hier sind Drowns. Weil du bist sehr doll anvisiert. Ich habe gerade wieder 5-6 Stück gekillt. Hat die schon eine Tür auf dem Boden stehen? Ich konnte noch nie einmal selber ein Loch buddeln müssen oder so. Ja.
nach hinten und damit ins ganze Gias hier rausgeholt habe. Wieder drei Stück irgendwie. Nicht mein Zeug. Juhu. Ist das jetzt deiner Ernst? Ja. Jetzt gerade die spawnt. Ja, ein Skelett hat mir Elytra aufgesetzt. Ja, und ich stirb, weil mein ganzes Zeug auf dem Baum liegt. Okay. Ich kann mich mit einem Pfeil verteidigen. Du bist zu gestorben. Minus 470, minus 410. Gut, ich versuche mal herauszufinden. So. In der Höhle kann man die Drowns auch sehr gut sehen, weil die so schön gegenlichtig kommen von der langen Distanz. Also besser als im normalen Meer. Ja, uns fahrt jetzt unser Drown-Beauftragter. Nee, ich bin jetzt gleich mal raus hier. Ich muss gleich mal kurz mal AFK. Minus 400, 400. Minus 470, minus 410. Ach, minus. Minus, beides minus. Ja, ich bin jetzt im Plus geflogen. Gut. Genau in eine Richtung. Also irgendwo da hinten im Birkenwald. Genau. Auf einer Birke liegt mein ganzes Zeug. Ja, 600 Blöcke, ich bin unterwegs. Mit noch einer Rakete. Ich glaube, ich mache kurz Zwischenstopp im Lager. Jetzt ist das erste Mal, dass ich die Landebahn von hinten richtig genutzt habe, wenn ich von da kam. Und wieder raus aus dem Lager. Vielleicht schaffe ich. Ich habe. Also auf dem Baum ist nichts. Doch, da ist. Ich hab's mir zeigt. So, gut. Bin ja auch nicht direkt bei den Koordinaten gelandet. Oh, liebes Skelett, ich mag mein Elytra wieder zurückkommen. Ah, da hinten bist du, ich seh dich. Aber zuerst mache ich einen Screenshot davon. Ja, das lohnt sich. So. Alle aufs Skelett. Sollen wir mal jetzt hier runterspringen? Okay. Dann ab zurück zur Base. Wieso? Und? Oh, deswegen. Habt zerlegt? Oh. Ach, da fliegt einer über mich drüber. Ja, wir sind im Endgame angekommen. Wie lange suchen wir jetzt schon nach einem Dreizack? Eine Stunde? Bestimmt. Und hin? Hallo, Meino. Ist hier nichts mehr da? Ist hier schon wieder nichts. Ich hab Kupfer. Ich hab Wasser mal anvisiert, nicht. Ah! Gut. Das ist 10 Sekunden später erst. Das. Oh, ich bin dezent verkehrt geflogen. Eine Schatzkarte. Hm.
Ja, ich lasse es für heute einmal gut sein, weil mit den Stockungen, was ich da gerade drin habe, ja, kann ich das vergessen. Fliege ich nicht wieder gegen einen Baum. Also. Jo. Hier ist die Eisenvein. Bye bye. Wenn ich das jetzt kommt. Screenshots lassen. Und Manuel, du musst jetzt einfach aus dem Sprachkanal raus. Ja, klar. Och, hallo. Das war, das oh, cool. Nee, hat er den Scheiß hier gemacht. Was ist denn... Was hast du jetzt gemacht? In den ursprünglichen Gängen, die wir mal gemacht haben, zum Runtergehen, da bin ich rein und da habe ich einen Block runtergebaut. Unter mir geht es runter bis in eine Lava direkt. Einmal ein Schacht direkt ist in eine Lava. Keine Chance, ja, mehr zu machen. Keine Chance, irgendwie noch einen Wassereimer zu machen, also keine Chance, irgendwie auszubuddeln, weil wir in einmal eins Loch 30, ja, 40 Blöcke rein. Super. Haben wir vorhin besprochen, dass die scheiße sind? Ja, haben wir eigentlich. Oh, das ist eine Kiste. Aber jetzt bin ich so raus aus dem Drauen-Geschäft. Ja, ich versuche dein Zeug zu retten. Du bist verbrannt, was soll das zu retten? Never right. Also das, was never right ist, konnte ich retten. Okay, das ist ja schon mal wichtig. Ich meine, ich habe ja alles in der Reihe gehabt, also, aber die wichtigsten noch, ja. Ja. Ich habe jetzt hier alles voller Wasser. Jetzt haben wir hier eine. Ja, ich habe da einen, ich habe einen einmal mit Wasser versucht, da muss aber ein Obsidian-Block ja, rein. Hab ich schon alles gefunden. So, ich habe Leggings, Helmet, Schuhe, zwei Pickaxe und eine Schaufel. Jo, das war's soweit. Also, ja, ein Liter natürlich aus der Inserei. Schwert hattest du nicht aus Neverwhite? Doch, müsste auch da sein. Müsste auch da sein. Ich meine noch. Und super, ich bin natürlich auch genau wieder 2000 Blöcke weg in meinem Unterwassertempel in meinem Bett gehabt. Und das kann ich abbrechen und mich dann sterben lassen. Da müsste ich ja sparen kommen. Jupp. Nee, ich glaube, dein Schwert ist verloren. Bin ich nicht mehr. Eine Uhr. Okay. Ah, ich habe das Schwert gefunden. Muss nur dahin bauen. Ich habe es auch bei Lava schon gesehen. Ist ja abseits. Ich muss mal sagen, ich finde Minos Baustil hier mit der Brücke mit dem Zauntor und so ein bisschen... Naja. Mir gefällt's. Hallo, Palo. Hallo. Also, mein Fazit ist, hier in dem warmen Ozean findest du weniger überflutete Dörfer, wo diese Teile spawnen können, als in dem kalten. Meiner Meinung nach. Die können überall spawnen. Ja, aber... Wo wirklich viel spawnen, ist unter unserer Base, meiner Meinung nach. Ja. Ja, ich komme jetzt so zurück, weil jetzt bis hinter dem Endportal Dings. Ach so. So weit bist du. Ja, ich habe hier einmal die große Hafenrundfahrt sozusagen gemacht, wenn man so will. Aber in dem warmen Ozean habe ich nur ein überflutetes Dorf gefunden und zwei zerstörte Portale. Ganz genau ein Spot, wo man einmal alles sieht, ohne den scheiß Wasser Blurring.
Dann gucke ich mal, ob ich mich hier ein bisschen... Da ist mal wieder einer. Also ich habe jetzt schon einen, der einen Drahtzack wirft. Ich weiß nur nicht, wo er herkommt. Wo er her schmeißt. Und... Ich sehe das Schwert. Ich bin noch einen Block entfernt. Es ist sehr abseits gelandet. Das ist ja hier... Was ist das für ein... Und der macht mir ganz gut Schaden. Ich hab dein Schwert. Super. Ich platze meine Enderkiste. Nee, ich komm hoch. Hier ist ja noch ein Diererz. Hast du ein Diererz? Ich hab... Ja, ein Diererz. Ich hab einen Dreizack-Typen. Mal schauen, was er droppt. Nichts. So, wo geht's hier raus? Ja, da war wieder mal ein Satz mit X, da war wohl nix. Oh. Da geht's raus. Hier ist der Unterwassertempel. Hallo, wo bist du? In der Base. Gut, komme ich hoch. Wenn ich dann mal aufhöre mit Fliegen. Hallo. Ich habe einmal Neverwhite Zeug. Bitteschön. Gut, dann werde ich mal auf Salonien Ends kommen, um die eine neue Liter zu holen. Bin wieder unten in der Höhle. Ich brauche kein Kupfer. Aber oh, hier ist der nächste Unterwassertempel. Was ist denn hier los? Viel. Ja, echt mal, ne? Was hast du da in der Hand? Eine Angel. Ernsthaft? Das wollen du eine Angel und nicht mit dem Dreizack? Angel doch mal einen Dreizack. Ja. Ich habe mich noch daran, als wir den Tunnel hier durchgebaut haben, das ist, da war alles noch voller Dreizacks. Ja, mal zwei, drei Stück, man soll es nicht übertreiben, wenn ich so da drüben ein Stück fahren. Nur die reichten halt damals mit unserem Gier. Ja. So, und dann. Der Trunkner hat mit 15% wahrscheinlich einen Dreizack und. 15%. Mit 5% spawnt er mit Dreizack und
mit 25% sollte er den fallen lassen. Nee. Ja, nein. Auf gar keinen Fall. Nee, sehe ich auch nicht. Nein, das stimmt auch so. Das waren, ich meine noch nicht mal mit Looting 3 wie bei 5% oder so. Oder knapp 5% sogar nur. Also laut dem Minecraft, die ich hier jetzt habe, ist allein in der Java-Edition mit 8,5% ohne. Ja. In der Java-Edition bekommt man mit einem 0,5% Wahrscheinlichkeit damit einen. Das. Nee, wenn du beides zusammenrechnest. Ja. In der Java-Edition ist es 6,25%, dass er mit Dreizack spawnt. Und 8,5%, dass er mit den Dreizack fallen lässt. Und das zusammengerechnet ergibt eine Wahrscheinlichkeit von einem knappen 0,5%. Also dürfen wir 200 töten, statistisch gesehen. In der Bedrock-Edition soll es halt sein, 15%, dass er spawnt und 25%, dass er den fallen lässt. Aber dass er den zu 25% fallen lässt, sehe ich gar nicht. So, ich habe genug geärgert. Das ist ja auch hier. Ach, egal. Nee. Kommt ihr mal da Mechanismus runter? Da ist der Raum. Hallo. Gott, Gott. Nein, du bist ein Zombie, kein Drowned. Hallo Zombie. Tschüss, Zombie. Mit Looting 3, 11,5% der Drowns werden ein Dreizack droppen. Naja. Da ist wieder ein überflutetes Dorf. Na dann fahren wir dort mal wieder hin. Wo sind jetzt eigentlich der Creeper und der Zombie eingesperrt? Am Ausgang des Tals. Dann zum Birkenwald. Wenn dann vielleicht mal irgendwann Gewitter ist. Hier ist wieder ein Dreizack-Typ. 10%ige. Hast du Looting 3 auf dem Schwert? Ja. Gut. Ohne dem wäre ich doch gar nicht losgefahren. Bei dir weiß man ja, Prisos. Hallo, Creeper. Ich hoffe echt, dass das mit dem Blitzableiter dann funktioniert. Ich auch. Wäre schnell, als wenn wir jetzt den Dreizack holen. Gerade gefühlt. Nee, trotzdem brauchen wir ihn eh irgendwann. Also. Ja, wann kommt der Trident? Ach, dieses Item. Scheiße. Oh, fuck. Viel Spaß beim Reisen. Nicht, dass wir die nächste. Einfach so, nicht, dass wir die nächste Elite verlieren. Ja, vielleicht fliegt mal einer hin, da ist ein Dreizack-Typ.
Der ist schon despawned, weil du gestorben bist. Der ist despawned? Wieso? Weil du gestorben bist. Außerhalb der Reichweite eines Spielers despawned. Puff. Naja, dann geht der Chunk dann entladen. Eben. Entladen hält alles, wird alles gespeichert eigentlich. Richtig. Auch keine Mobs normal. Ja, wenn jetzt ein Spieler in die Nähe kommt, das lädt, aber der Mob zu weit weg ist. Wir haben ein Problem mit unserer Kuhfarm teilweise mal. Nein, das ist zum Beispiel zwischen passiven Mobs und hostile Mobs. Wenn du mir eine Mobfarm anguckst, der unterste Block der Mobfarm ist der letzte Block, auf dem Mobs existieren können. Ein Block tiefer und die sind weg. Bedeutet, wenn du oben springst, sind die ganzen Mobs unten weg. So. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Nicht. Ich finde den Ausgang nicht. Soll ich mich mal eben zu den Koordinaten stellen? Ja, es bringt mir sehr. Ich muss die. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Ach, da kommt er. Luftblase. Haben wir irgendwo hier vielleicht noch ein Bett? Ab. Keller. Inventar. Wie, was? Keller, was? Die Quartiere im Keller. Unterm Lager. So, Prisis, wo bist du gestorben? So, Kevins. Abrisus, wo bist du gestorben? Wo sehe ich das? Oder Share? Ja, einfach Share. Und dann sollte letzter Todespunkt. Danke. Ja. Da hinten. Ey, nimm dir doch eins der Betten, die oben gerade abstehen. Da kannst du auch mal eben wieder einen Stegspunkt setzen. Okay. Ne, ich habe ja meinen Wiedereinstiegs. Plus, wenn ich dorthin reise, ohne dass dort einer hin will, brauche ich länger als einen Minecraft-Tag. Heißt, ich bräuchte ein Bett, um mich mal hinzulegen. Bau dir eins. Leiter durch die Luft. Aber YoGaming, fliegst du jetzt gerade hin, oder was? Ja. Gut, okay, dann brauche ich ja nie hin. Kann das aber bitte aufhören zu laggen und mein Momentum zu klauen? Ich halte jetzt jedes Mal in der Luft an, alle 100 Blöcke, das nervt. Da reise ich jetzt mal mit 20 Blöcke die Sekunde nach einem Abflug. Das Schöne ist ja, hier ist alles Wasser, da muss mir keiner Sorgen machen. Ja. 50 Blöcke, ich hab's, glaube ich. Jetzt muss nur noch die Welt generieren. Ja. Ja, ich bin jetzt Höhe 50, keine Ahnung. Ich bin gerade. Ich bin im Wasser gelandet. Wow. Oh, hier ist doch noch der Dreizack-Typ. Also, einer von denen hat ein Chessfeld angezogen, Aprisus. Na super. Und einen Schuh hat er auch an. Na dann. Machst du platt, Hose und fertig. Jetzt hat natürlich jetzt auch sehr viel Inventarplatz. Ja. Was kann weg? Das kann weg, das kann weg. Gut, ich versuche mal das Wichtigste mitzunehmen. Und vor allen Dingen den Dreizack kaputt hauen. Habe ich schon, sonst hätte er mich umgehauen. Okay. Da keine Jubelstürme kamen, wahrscheinlich auch kein Dreizack. Leider nein. Warum hast du zwei Äxte? Zwei? Ich hatte ein Dia. Stein hat er. Ja, es kann sein, dass das eins war Dia und eins Stein, das kann sein. Abrisus, brauchst du die Uhr unbedingt? Brauchen wir die nie irgendwann mal? Dann können wir sie auch greifen. Und wenn, ja. Okay, dann hau sie weg. Ja, ich habe nämlich jetzt keinen Platz mehr im Inventar. 2000 Blöcke. Let's go.
die Lytra wiedergekriegt? Ja, das war mir das Wichtigste. Okay. Ich warte im Hub. Gut. Ich werde es jetzt auf Höhe 200 hoch und dann geleiten wir. Ah. Weil da waren. Da war halt einer dieser Dreizack-Typ und vier andere. Und blöderweise sind die in die Flugrichtung des Dreizacks geschwommen und sind dann durch den Dreizack zu mir geschoben worden und haben mich dann gehauen. Wie bekloppt. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Prisus. Oh. Oh, das war aber Glück. Ich lege in der Luft, habe keine Geschwindigkeit mehr. Auf einmal stehe ich auf einem Schneeberg. Ja, da ist ein großer Berg dazwischen, ja. Ja, hätte mich das Game gerade nicht angehalten, wäre ich tot. Läuft doch. Und da dachte ich schon, ich starte auf Höhe 200, da sollte ich sicher sein. Nee, immer am besten immer über maximaler Bauhöhe liegen. Ja. Abrisus, weißt du, dass man mit einer Elytra auch geleiten kann? Ja. Und nicht ständig Raketen spammen muss. Gut. Ja, weiß ich. Gut, weil sonst 1000 Blöcke mit Dauer auf Raketen zu überbrücken, ist dann doch etwas kostspielig. Ja. Ich lande. Was? Wo? Ich bin mitten in der Base gelandet. Ja. Ich bin im Hub. Ich stehe neben Timmy. Ja. Und ich bin im Lager. Ich bin von da hinten reingekommen. Achso. Na dann kotz dich aus. Mal eben im komischen WG geguckt, mal Blitz ab. Und in der Enderkiste. Obwohl, hast du überhaupt eine Seekatsch-Picke? Ja, hier, die da. Ja. Und die Dia-Picke war auch noch deine. Ja. Der Bogen war meine, dein Goldapfel und dein Schild. Die Sachen könnte ich auch noch Haltbarkeit 3 drauf tun. Fällt mir gerade mal ein. Und Mending auch. Auch wenn gerade mit XP beide ein bisschen schlecht ist. Ja. Ich habe 73 ja. Level. Ich habe 30. Ich habe gerade mal geguckt, wenn wir Glück haben mit dem Gewitter, Blitzableiter zieht alle Blitze im Umkreis von 120 Blöcke auf sich. Jo. Abrisos, guck mal in die Kiste. Welche? Brennstoff. Oh. Schön. Alles Lama. Nur aus dieser einen Quelle, die du ursprünglich mal hingesetzt hast. Ach, cool. Das Einzige, was halt eben gefehlt hat, war dieser Zacken da. Den haben wir ja jetzt. Ja. Bräuchten wir das nochmal, dann können wir es direkt verkoppeln. Krass. So, wo ist jetzt hier die Blitzableiter, das Zeug? Mit. Warte mal, ich muss mir erstmal die Raketen. Wir gerade so hinleiten können. Nee, wir können da hinleiten. Und da kannst du eigentlich überall hinleiten im Tal. Ah. Ich habe meinen zweiten aufgebaut, einfach mal. Hallo, Kevin. Ja. Aha. Also ja, Abstand hier, zum Küper, sonst knallt das. Ja. Hier sind die zwei Blitzableiter, dazwischen ist der Küper und hier drin ist der Zombie, den wir dann in die Luft jagen damit. Heißt der Creeper schon Creeper, oder? Nee, der heißt Zombie-Kopf. Ah, das ist nicht toll. Und der Villager ist, der Zombie ist auch Zombie-Kopf. Okay. Zombie-Kopf. A und Zombie-Kopf B. Zombie-Kopf und Zombie-Kopf. Also irgendwie der Creeper hat gerade so spitzische Zuckung. Also warten wir jetzt quasi auf Gewitter. Gewitter. Also der Creeper hat gerade Zuckungen. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, der weiß nicht, was er machen soll. Der weiß nicht, wen er angucken hätte sollen. Ich bin immer wieder im Keller. Wässrigen Keller. Wir müssen so oder so auf dem Gewitter erstmal. Kannst du mir gleich mal sagen, wo ich im End jetzt am besten hingehe, wo du noch nicht gewesen bist, um eine Litra zu holen? Ich bin sehr doll nach Süden. Du könntest Westen oder Osten gerade ausprobieren. Aber nach einer Weile, ich bin auch sehr zufällig geflogen, also. Mir ist also keine Litra, stimmt. Ja gut, dann würde ich sagen, du gehst nach Osten. Ich habe einen Dreizack. Typen. Ja, sag Bescheid, wenn du 13 hast. Ich muss gleich mal wissen, ob irgendeiner von euch mal eine Lytra leihen, sonst ist das ein bisschen eklig. Abrisos? Ja.
Ja, ich muss erstmal noch einen Bogen verzaubern, mich dabei brauche ein paar Minuten. Warum ist hier eigentlich so eine Schalkerbox mit haufenweisen Stack Eichenlaub? Weil man damit bauen. Damit wollte ich mal bauen, aber da musste ich noch ein paar Elytra farmen. Sonst ich werde mal kurz weg. Jo. Oh, Honigblöcke. Ja, ich habe meine Bienenfarm wirklich weitergemacht. Ja, ich sehe ja, hier sind ein paar. Es gibt ja neben diesem Bienennester ja auch Bienenstöcke, ne? Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Das eine ist spawnt nur natürlich und das andere craftest du. Ach so. Die Bienenstöcke, die habe ich neben dem Feld an diesen. Ah, Fenster. Ich sehe. Und da sind auch die Teppiche, die Farlo meinte. Und da kannst du jetzt einfach mit einer Schere rangehen und die. Aber was ist bei den Teppichen jetzt das Besondere, sag ich mal? Dass die Bienen nicht von dem Lagerfeuer verletzt werden, wenn sie reinfliegen. Ah. Weil Lagerfeuer macht halt Schaden und dafür ist der Teppich drüber. Aber das Witzige ist, du kannst Bienen auch mit einer Lore fangen, ne? Ja, dann ist das dir nicht sehr nützlich, weil die keinen Honig produzieren. Ja, ich sag's nur, ist mir letztens mal aufgefallen. Abrisus, du kannst ja mal eine Schere aus der Kiste nehmen und dann die 8 Honignäste unter abfarben. Zumindest müsste eine Schere drin sein. Aber hier ist kein Feuer an. Warte mal, was? Abrisus, die Bienenstöcke, also die künstlichen, nicht die natürlichen. Ach so. Hier wohnt noch eine Nautilus. Und dann die Schere wieder zurücklegen. 24, meine Güte. Ja. Fast zwei Stacks Honig, da Honigwaben. Jetzt stell dir vor, wir automatisieren den ganzen Spaß noch. Alter Schwede. Also Wachs ist jetzt also nicht mehr unser großes Problem, eigentlich ist es nur noch Honig. Hm. Wenn man da nicht so viel rausbekommt. Statistiken, Mobs, Drowns. 77 schon. Mehr nicht? Nee. Die spawnen nicht gerade häufig hier. Die spawnen zwar besser als im Meer, aber auch nicht gerade häufig. Ich habe genau 100. Wow. Ja. Und wenn wir beide 200 haben, dann sollten wir statistisch einen Dreizack haben. Dann nützen sie aber nicht wie der statistische Dreizack. Das mit der Statistik ist so eine Sache. Also, keiner hat sich selber gefälscht. Das. Richtig. Das ist genauso wie beim Pokern. Da so ein Royal Flush, da hast du irgendwie eine 0,01% Wahrscheinlichkeit, den zu kriegen. Dann habe ich mir das damals, wo ich mehr oder weniger aktiv regelmäßig gepokert habe online, mal ausgerechnet mit meinen 4 Tischen gleichzeitig und 3 Stunden und bla und Gedöns. Da hätte ich nicht mal statistisch die Chance gehabt, einmal im Jahr so einen Teil zu bekommen. Und meine Freundin, die gefühlt alle 2-3 Wochenenden mal 2 Stunden gezockt hat, die hatte in 3 Monaten 2 Stück. Ich hab's ja nicht verstanden. Glück. Ja, absolut. Ein Glück. Ist das lustig am Zufall. Du kannst in deinem ganzen Leben 2 Drowns töten und 2 Dreizacks bekommen, oder 1000 und keinen einzigen Dreizack.
So. Aber. So, wenn ich irgendwie an die Story, wo sie irgendwie mal irgendeinen Gewinner von einer Lotterie interviewt haben, der hat dann zum Nachstellen einfach ein Lotterielos. Ja, das war in Australien. Und ja. Wieder gewonnen. Ja, das war total geil. Nochmal 100.000. Ja. Ist auch so, ja. Ja. Dankeschön für die Doku. Ja. Und da muss auch mal vor der Kamera stehen, ich hab schon wieder gewonnen. Und out, aber ohne Dreizack. So, diese XP-Farm, das war die hier, wo man so hoch muss. Neben der war, ja. Da stellst du den oben hin, schießt einen von dem Typ mit Pfeil ab und dann werden die ganz böse auf dich und kommen immer zu dir gerannt. Und vergesst nicht den Pfeil, weil ich bin gerade hochgerannt und hab keinen Pfeil. Tödem. Na, Britus, hast du Pfeil? Ja, in der Kiste war ja Pfeil im Bogen drin. Da hast du ja Glück gehabt. So. Also, Rakete und Wasser ist... Jetzt sind wir vom Conduit. Also es fehlen noch 6. Oh Gott, ich habe keine Luft. Danke. Also Elytra im Wasser ist auch ganz nützlich. Ja, die kannst du ja benutzen. Ja, mit Rakete reicht es sich wunderbar im Wasser. Hä, wie kannst du denn im Wasser zünden, die Rakete? Ja, das habe ich ja vor uns auch gefragt. Das geht. Ja, wie? Du musst die mit einer Elytra aktiv im Wasser landen. Und dann kannst du die Elytra, bist du konstant im Flugmodus im Wasser. Und dann kannst du mit einer Elytra durch die Gegend fliegen. Okay, gut. Und ich die Rakete, du wirst ja eben sofort gestoppt, sobald die Rakete ausgelaufen ist, aber solange kannst du recht schnell durch die Gegend reisen. Ach so, danach ist er weg raus. Ja. Also da wird teurer, wunderbarer Travel. Ja. Meine Fresse sind hier wie eine Magma-Blöcke unter Wasser. Ja, freu, ich kann's atmen. Luft in den Magma-Blöcke? Wenn du in dem Luftstrom bist, kriegst du Luft, ja. Lol. Dafür ist das ja ein riesen Vorteil. Und dann ist auch gleichzeitig runtergesaugt, also muss ein bisschen aufpassen. Ich hab's gerade geschafft, mich zwischen zwei zu stellen und nicht direkt drauf. Warum sind hier schon wieder Dias? Ich dachte, ich habe die Höhle ausgenommen. Nochmal 12 Dias. Die kleinen Spitzen brauchen nur mit Behutsamkeit, ne? Von den Tropfsteinen, oder? Nö. Wie bekommt man die denn? Einfach abbauen. Ach, Glück oder was? Egal was, einfach abbauen. Mit der Axt natürlich. Nicht mit der Schaufel. Nee, jetzt hast du ja nämlich die Axt abgebrochen. Die habe ich nicht. Eine Axt ist normal. Ich habe mir auch schon gedacht, so, ich verarsche gar nicht alleine. Nein, eins. Yay. Also sag mal, hier in der XP-Farm, die Teile werden mit den Lohnen getötet oder was? Hier, es hört sich ja an, als würde ich ja ständig eine Lore fahren. Item Cramming. Nicht nur eine. Okay. Entity Cramming, ne? Deswegen haben wir eigentlich auch alle schon unseren Entitäten-Sound aus. Ist jetzt hier der Ausgang. So, hier sind 24 oder 600 Stück immer wieder zusammen drin, ne? Wo 4 oder 6? Und da sind in der einen Lore sind 24 Einzellohren drin. Ach so, okay. Also müssen da 16 Lohne sogar sich befinden. Minimum. Das ist halt genauso wie diese Kuhfarm. Du kannst halt auf einem Block halt maximal 24 oder 25 Mobs oder Entities haben. Und sobald mehr kommen, sterben die. Also deswegen sind halt diese Entities voll durch die Lore. Und jeder, der da reingeraten. Das ist der Ausgang. Das ich hab's gemerkt. Warte, ich guck mal. So, und was? Die Blöcke muss ich vom Sound runterstellen, oder? Nein, Entities. Freundliche Entitäten. Freundliche Kreaturen auf Deutsch. So. Gut.
Statistisch habe ich jetzt schon. Viele umgebracht und viel zu wenig Dreizacks. Ja. Ja. 85 haben wir schon. Wieso kommen hier in der alten Mopfheim manche Spinnen unsichtbar, wo man nur den, praktisch den Augen sehen kann? Das ist, weil Spinnen unsichtbar spawnen. Weil die Schwierigkeit mittlerweile so schwer ist, dass wir Spinnen mit Effekten haben. Was? Okay. Ja. Das liegt nicht an der Mopfheim, das liegt an Minecraft. Das ist ja krass. Jetzt stell dich vor, wirklich ist sowas in der Wildnis. Ja. Viel Spaß. Ja. Also die sieht man noch in den Augen, also ich weiß nicht, das ist ein bisschen Problem. Aber nicht, wenn nicht, wenn du nicht aktiv danach suchst. Die wirst du in der Wildnis nicht sehen. Wenn du weißt, du wirst geschlagen, guckst dich um und irgendwann siehst du Augen rumfliegen, dann ja, dann weißt du, dass sie da sind, aber das braucht auch nochmal. So, kann man mit der Behutsamkeit hat, den und in der Nähe ist, wie Yogi zum Beispiel. Die Energies hier umbauen. Ich bin unterwegs und spawnt gerade eh nichts, weil jemand bei weil beide Mobfarmen gerade gelegt sind. Ja, warte, ich kann hier auch weggehen. Ich bin jetzt eh fertig, ich komme zurück zur Basis. Ich auch. Ich habe 36 Level, das sollte ausreichen. Und da sind gerade auch viele drin, also kann sich hier der nächste reinstellen. Nee, die spawnen, sobald du unten bist. So, wo ist die Endkiste, die ich abbauen darf? Wieder. Viel Spaß mit der Endkiste. Ich kann sie gerade selber, ich kann die Tour aufgesammelt, ist mir eh leid. Echt? Fünf Herzen? Ich wollte nur den Tropfstein da drin. Wie spielst du mit der neuen Endkiste? Braucht das eine Quelle über sich eigentlich? Wahrscheinlich, weil der tropft ja nicht. Braucht eine Lavaquelle. Wir haben hier ein paar Lava-Eimer. Ja. So, einmal kurz. Kann mir gleich einer seine Lytra leihen? Na dann, wo bist du? Ja. Hallo, machst du nicht kaputt? Wäre ja auch gleich gekommen, meine Güte. Dann holen wir doch mal unsere Dia-Chest wieder aus der Endkiste. Ach, wir haben auch unsere Lava-Produktion verdoppelt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich runterspringe und sterbe. Puff! Flieg! Flieg! Und direkt falsch anbekommen. Der Fässer Falling müsste ja eigentlich das verhindern, oder? Ja, aber auch zu beschränkt. Wow, man kriegt. Doch. Man kriegt auf den kleinen Spitzen keinen Schaden. Jetzt gesprungen drauf, oh, Schaden, ja. Ja, mehr Schaden. Hm. Es erhöht den Fallschaden, wenn du auf den Spitzen landest. Läuft. So, ich habe meine Laterne dahin gehängt, wo der Ausgang ist. Dann sollte man den Keller finden. 8 Obsidian? Ich habe 30 im Inventar. Oh, warum auch immer. Ich habe da einen. Ich sehe da einen Schmeißen. Achso, weil ich dein Zeug gerettet habe. Ja, hier sind auch 8 Obsidian. Wo wir es hin haben, Fallo? Ach, ich kann ja nicht hochfliegen, ah. Stirb doch einfach. Ja, da sind die Items trotzdem hier unten. Danke. Jetzt klemmt euch nach oben, bring das Obsidian runter und geh dann wieder hoch. Obsidian habe ich von Aprisis bekommen. Ernsthaft, du ja, Kackskelett. Okay. Wenn du Enderkisten brauchst, die kann dir noch hier geben. Ja, dann, okay, dann brauche ich keine bauen. Ja, ich habe nämlich ein paar aus dem End mitgenommen. Ach, ich versuche gerade. Bewundert. So, Fallo. Hier, eine von meinen 5 heiligen Enderkisten. So, Raketen habe ich, Food habe ich. Müsste eigentlich alles haben. Elytra hast du.
So, in keine Ahnung liegen nun drei Enderkisten. Du müsstest dann aber auch mal wieder Reparaturbücher. Ah nee, da sind noch zwei, okay. Die habe ich rechts. Haben wir keine mehr. Zwei Stück sind noch in der Kiste. Doch, na dann. Problem ist und im Schwimmen. Ja, ich habe gerade eh das ist Unbreaking, nicht Reparatur. Das ist. Ach, Reparatur ist auch noch zweimal da. Gut, ich beschmecker nicht. Maler Drowned. So, ich glaube, Unbreaking haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Warum hat. Ah, weil Bücher aus sind. Also eher östlich orientieren, meinst du? Ja. So, Mending sollten wir auch wieder ein bisschen haben. Hust, hust. Ja, anbringen. Mending braucht man auf jedes Item, egal ob Rüstung oder was. Also das sind die hauptlichsten. Ja, ich habe mindestens schon eine Kiste getradet. Für mich ist auch schon eine Doppelkiste. Was ist das hier für ein komischer Schrein? In unserer Wasserhöhle. Meinst du den Stein da? Verspürt? Ja. Das war eigentlich meine riesige Wand. Ich hatte ein bisschen Langeweile. Aha. Jetzt ist das ein Kristall. Ja. Alter, ich hasse das, dass man sich andauernd gewöhnen muss. Trunkener, noch ertrunkener. Hä? Wieso ist wirklich... Ihr Scheißviecher. Na, Frisus, was hast du für ein Hä? Ja, weil ich habe hier gerade meine eine Spitzhacke verzaubert und dann ist der ganze Amboss weg. Ja, es geht weil kaputt. Der Amboss auch Haltbarkeit hat. Kann man den Amboss nicht auch verzaubern? Nein, das ist... Du musst nur ancraften. Ach, Leute. Frisus, wir haben Eisenblöcke und Eisen in der Kiste. Ist jetzt keine große Herausforderung. Das mag. Ein, der das Rezept nicht weiß, ist eine große Herausforderung. Eben. Das war. Aber das kann man ja hier dank. Was? Ich dachte nach Items. Oh, ja, wir sind am Überpopulation an Schildkröten. So heißt eine Viecher. Einziger Vorteil, ich kann nicht für Seegras töten. Mal einer mehr in der Höhle sein, der wesentlich besser im Kämpfen ist als ich. Ich bin gerade am See am Schildkröten töten. Lass mich. Mal tauschen. Nö. Man kann doch in diesem Buch irgendwie danach suchen, ne? In diesem Herstellungsbuch. Also, du musst das freigeschaltet haben. Ja, da oben ist eine Suchleiste, Prisus. Ja, aber da kommt's nicht. Hast du noch nicht freigeschalten. Was brauche ich denn dafür? Eisenblöcke, ne? Und Eisenblöcke. Eisenblöcke und Eisen. Geh mal kurz aus dem Inventar raus und wieder rein. Dann Prise, ich bin jetzt eh oben. Dann sag mir mal, wie es angeordnet werden muss. Oben in der Reihe drei Eisen. Hm? Dann unten in der Reihe drei Eisen. Blöcke? Dann in der Mitte ein. Oben die drei Eisenblöcke, unten drei Eiseningots und in der Mitte ein Eiseningot. So, okay. Weiß nicht, warum der bei mir nicht angezeigt wurde. So. Juhu. Wenn Luft unter. Ich habe Angst, weil Server-Lex im Ende. Mal gucken, ob er wird. Ich stolz auf den Jesus. Er verzaubert endlich sein Zeug mit Mending. Ich habe momentan eher Angst, dass ich hier im Wasser verrecke. So, Kevin, ich komme zu dir. Yay. Ich bin bisher nur normal und wieder. Ja, ich habe keine Elytra, also ich bin jetzt vielleicht nicht sofort bei dir, falls du Probleme hast. Ja, nee, ich schwimme ja auch normal. Ich habe mir auch meine volle Rüstung jetzt wieder angeguckt. Ach, hallo, YoGame. Ach, hast mich jetzt erst gesehen? Ja. Alter, hat er mich gerade erschreckt. Du Ficker, ey.
Nicht Spam klicken, immer schön warten. Haben wir denn nur sozusagen im ost-südlichen Bereich diesen Ozean oder haben wir noch irgendwo anders einen Ozean? Also das Südosten ist unser einziger großer Ozean, der da dran ist. Ja. Bis halt so erschreckt gerade. Toll. Ich habe noch eine Effizienz. So. Und ich ertrinke gleich. Abrisos, hast du eine Effizienz 5 Spitzhacke bereits? Meinst du, der weiß, was Effi 5 ist? Effizienz 1 habe ich nur drauf. Gut, ich bringe dir einen Effizienz 5 Buch hoch. Okay. Baust du deutlich, deutlich schneller ab, aber auf die Dia-Picke machen. Natürlich. Die andere, die Eisenhacke, habe ich nur Behutsamkeit drauf. Sozusagen und Haltbarkeit und Reparatur, bla bla. Ich hoffe, da brauche ich nur 6 Level dafür, sonst muss ich nochmal in die Level fahren. Caprisus, ich habe 47. Nein. Er hat genug. Herum. Gut, okay. Ich habe genug, ja. Werf mal her deine Dia-Picke. Acht Level. Ja. Bitte. Danke. Dankeschön. Das war ein sehr teures Upgrade. Jetzt bin ich Level 66. Boah, du Tränendrüsen-Typ, ey. Ich hab. Das sind mehr XP, weil Level sich ja steigern immer. Ja, ne. Ich wäre auch nochmal in die Level-Farm gegangen. So ist es ja nie. Nö. Nö. Einfach nö. Einfach nö. Nö. Nee. Wer ist denn das hier? Ach, das ist Glow-Liken. Auf. Ah, ich dachte gerade, was ist das? What? Glow-Liken auf Diorit. Sieht unter Wasser komplett komisch aus. Du bist gerade, natürlich, weil du da so komisches hast. Minus 180, 100, minus 120. Unter Wasser natürlich. Dich hat auch gerade ein Drowned anvisiert. Ich verfolge dich mal. Ich verfolge mal den Drowned. Guck mal. Jetzt gucken wir von hier. Kannst du erkennen, was diese beiden für ein Block sind? Sieht ganz komisch aus. Iorite und Granite. Ja, und da Dorfix Glow liken. Ja, Dorfix Glow liken. Das sah auf dem ersten Blick komplett komisch aus. Ja, über uns ist Luft. Oh, Glück gehabt. Sonst wäre ich jetzt ersoffen. Hätte ich dir eine Litre geklaut. An die, die du mir überhaupt noch geschenkt hast. Nee, Paolo ist der Einzige, der seine Litre selber geholt hat. Und ich. Genau. Ja, ich hab dir geholfen. Ja. Deswegen hast du die auch bekommen. Ich glaube, da ist. Nee, der hat was anderes. Derzeit versucht verzweifelt irgendwo hier mal noch was zu finden. Der hat eine Angel. Ja, der. Mit den anderen. Ja. Die visieren irgendwie gerade dich an. Mhm. Und die Angel hat er auch noch nicht mal gedroppt, der Pisser. Nur eine Luftblase. Ja, das sollte man immer im Blick halten, ne? Ja, eine Luftblase reicht ja noch eine Weile. Wollen wir uns den Unterwasseratmungstrank aus der Kiste mal zum Splashport machen und. Dann haben wir zumindest 8 Minuten Ruhe vor Atmen. Und ich glaube, mitunter. Das nennt sich Apnoe. Apnoentauchen, ja? Dann benutzt wenigstens auch diese Fachbegriffe. Das nennt sich Drownskillen. Ich habe mal noch ein paar Raketen gemacht. Hier ist schon bewusst, dass wir eine Raketenkiste haben. Ja, da waren aber. Hast du hoffentlich aufgefüllt. Ja, was hab ich denn gerade gesagt? Was ich gemacht du hast Raketen hab. Gemacht, nicht du ja, hast die Raketen gekauft. Ich habe 3 Stacks reingelegt jetzt. Schön. Seit wann haben wir eine Karte hier? Ja, ne? Wir haben eine Karte. Ja, fiel mir auf. Die hab ich dann gemacht. Ne? Fiel mir von uns auch auf. Fand ich eine gute Idee. Hat was. Ich habe in irgendeiner meiner
Irgendwo habe ich Mist. Ja, schön, ich habe irgendwo meine Raketen verlegt. Raketenkiste. Ja, nee, da habe ich sie nicht rein verlegt. Ich habe in irgendeine Random-Kiste Raketen geschmissen. Unterwasseratmung Tränke. Ich mache die mal mit Redstone. Bisschen verlängern. Ja, ein 8-Minuten-Trank habe ich eigentlich in der... Ich habe noch 6 Nicht-8-Minuten-Tränke gefunden, also warum auch immer. Nee, den habe ich noch im Inventar. Ja, dann trink mal. Ach, das war eh nur ein 3-Minuten-Trank. Ich komm hoch. Nee, ich bin jetzt schon am Braun. Ja, deswegen komm ich auch... Ich komm auch hoch für Raketen, du Affe. Achso. Nur das ist aktuell. Ich kann dir auch noch ein halbes Deck geben. Ich brauch dir im Moment nicht. Raketen! Kann immer um Jahre handeln. Also ich weiß nicht, was los ist. Ich bin schon so viel rumgeflogen und noch keine einzige überhaupt nicht eine Festung. Ja, ich weiß. Das dauert. Und beim Singleplayer so einfach mit 32 Render-Distanz. Den Luxus haben wir ja nicht. So, willst du 3 Water-Weaving-Tränke für 8 Minuten haben? Mach doch einmal Splash Potion, dann können wir uns die immer teilen. Nee, und es ist unter Wasser ein bisschen schwer. Na gut. Und dann müssen wir auch immer schauen, ob wir die richtig treffen. Welchen Stein können wir denn mal am besten? Wir können ja mal... Ich habe so viel Scheiße im Inventar. Ich muss mal kurz mein Inventar entmüllen. Ja. Und du musst meine Biene wieder befreien hier, oder kann ich die da hochschubsen? Nee. Kannst du die Biene befreien? Gerade nicht, weil der Server gerade Stillstand ist. Bei mir bist du immer noch in der einen Kiste. Fies. Ja, mal gucken. Ja. Wir warten, dass der Server sagt, es geht weiter. Oh. Ich hoffe, dann geht gleich weiter. Und Connection und lost. Tada! Jo. Ding, ding, ding. Dann zweite Runde. Mal. Er rattert noch. Verschlüsseln? Also, wir können wieder. Ja, er hat dich erkannt. Wir können rauf. Also, ich verschlüssel gerade noch. Ich auch. Mhm. Da fliegt man einmal einfach, um noch einen anderen Ozean zu sehen und dann. Ja, lass doch, wenn es geht. Ich bin gerade im End. Wenn 2 Leute ist, hat immer sehr, sehr schlecht, wenn es geht. Okay. Oh, Prisos. Ja, was denn? Also, der Server hat erkannt, dass wir versuchen, uns einzuloggen. Und jetzt kommt ein Error. Tschüss. Was ist jetzt der Error? Jetzt ist eine Menge Error. Boot Vehicle of Prisos move to quickly, ganz oft. Das kennen wir ja mal irgendwo her. Ja, gibt in Prisos kein neues Spielzeug, also mit der Leica war ein großer Fehler. Jetzt ist er ganz abgeschossen. Ja, dann komme ich halt wieder zurück und fliege erstmal nie rum. Okay. Ich dachte bloß, ich mache irgendwas Produktives. Nee, ich dachte, das können halt nicht, das sagen wir ja wieder, das können halt nicht. Und ich muss halt dazu sagen, ich meine, am Ende ist er besonders eklig, weil du da Riesenprobleme kriegst. Warst du wenigstens über eine Insel? Nein, du weißt halt nicht genau, wann die Probleme genau kommen. Das ist das Problem, ja. Ja, wenn der Server wieder da ist, lockt sich halt Falo vor mir ein. Sieh zu, dass er erstmal auf eine Insel kommt. Und dann logge ich mich ein und fliege wieder zurück. Virtual Gaming, eine Rüstung war nicht dabei, weil die ist da drin, was mir noch fehlt, aber ist egal. Ja, unsere Reitbus-Rüstung. Hattest du die überhaupt im Inventar? Ja, müsste ich im Inventar gehabt haben, weil ich ja die überwechsel zwischen Leica und... Gut, das wusste ich ja nicht. Egal, jetzt ist es weg. Sagst du Bescheid, wenn das da wieder on ist? Er startet zumindest schon mal. Okay.
Also hat immer quasi nur einer Flugerlaubnis außerhalb des Tals, wenn man Ja, wenn man in der Oberwelt geht, hat ja alles. Das Problem ist halt, wenn du im Nether bist, dann hast du im Endpiss, dann hast du wirklich ein Problem und das ist halt das große Thema halt. Weil das macht eh schon keinen Spaß mit den Servern, dass man irgendwohin blind rumfliegt und hoffen, dass die Schank unter einen gerendert werden und man da irgendwo eine Insel noch findet. Das ist eh immer ein bisschen, naja. Carlo ist gejoint. Ich denke mal, der Server ist damit online. Noch habe ich Loading, Loading, Loading. Ich auch. Und ich paddel durch die Welt. Das machen wir, Minus glaube ich, alles 200. zuerst. Ha, ich bin auf der Insel Carlo. gelandet. Also ich war noch in der Luft, aber bin jetzt auf der Insel gelandet. Also ich glaube, das kannst du so reinkommen. Okay. 0, Ich stecke erstmal beim 100, Block fest. Ich darf mich nicht bewegen. 200, 300, 400. Ja, du stehst hier aber. Ja. Ich darf mich aber auch nicht bewegen. Ah, ich sehe Land unter mir. Okay, ich gehe zur Landung über. So, ich will jetzt mein Inventar mal kurz entmüllen. Ja, wollte ich eigentlich auch, aber ich gehe jetzt trotzdem wieder runter. Ja, ich mach mal einmal mit, nehme mir einen Stack Deep Slate mit und baue uns einmal eine Säule am Ausgang, damit man den schnell findet. Du musst nur wissen, wo der Ausgang ist und so oft, wie ich hier lang geschwommen bin. Ja, ich weiß es nicht, deswegen. Es gibt bereits eine Säule. Das ist einmal dieser riesen Dripstone-Ding. Du musst nur wissen, nach welchem Dripstone-Ding du suchen musst. So, da fliege ich jetzt halt einfach zurück. So, die dritte Nautilus-Shell. Wie ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Wahrscheinlich höher. Wenn in einer meiner Schalker-Kisten auch noch eine Nautilus Shell. Oh, ich habe schon wieder ein Nautilus Shell. Eine und ein Herz des Meeres. So, Falo, ich fliege nicht mehr, kannst also loslegen. So, Unterwasseratmung. Auch schön, dass die Luft nicht mehr erhöht, aber auch nicht mehr sinkt dann dadurch. Yep. Vielleicht noch einmal so ein letztes Mal Luft holen und dann. Ja. Das gute Monument. Bei Drowned, ich klopp mal den anderen weg. Danke. Bitte. Oh, geil. Unter Wasseratmung und Nachtsicht, ey. Man sieht die ganze Höhle. Ich habe jetzt keine Nachtsicht. Ein Splash Potion habe ich noch dafür, wenn du den haben willst. Dann her damit. Ich schmeiß einfach mal in Luft. Ich sammle es mir dann schon auf. So, ich finde aber gerade in der Höhle kann Ja. man sehr gut auch ohne sehen, also. Yep. Ja, aber mit Nachtsicht siehst du halt alles. Oh ja. Du siehst alles. Kein Vergleich zu dem, was mal auf dem Meer war. Da hat es irgendwie nicht so viel geholfen. Nee. Ich hasse nur, wenn du über diesen komischen Sound, der kommt, wenn du über so einen, ja, über so einen Magma-Block fliegst. So, gibt's was hier in der Oh, Höhle? schon wieder Dias gefunden. Hier habe ich auch gerade welche gesehen, aber ich erkunde gerade mal eine Unterwasser.
in der Höhle. Eisen. Joa, Kuntuma. Du kannst viele Glowsquids, die sind auch süß. Ja, ich ignoriere die mittlerweile schon. Ja. Ich hab die. Ja, ich hab die Gemälde. Ja, nee, die Itemframes. Das Spiel will mich trollen. Da kann doch keiner mehr auf den freigedeckten Fläche kein einziges Endschiff sehen. Die Itemframes für die Karte habe ich mit Glowsquid-Tinte noch. Die sollten leuchten. Leuchtende Karte. Carlo, du willst nicht wissen, wie lange ich vorher noch gesucht habe. Kann es doch nicht sein, dass jetzt kein Drown mehr spawnt, ey. Ich denke mal, das entnimmt jetzt auch eine Menge des Mobcaps ein. Ich habe einen Dreizack-Typen. Dann Daumen drücken. Das ist ein Enderman, ey. Daumen drücken. Und ich sehe auch einer, der hat keinen Dreizack. Daumen drücken hat nicht geholfen, Herr Prisos. Ich gucke gerade auch nochmal, aber nee, sieht nicht so aus. Ja, Minuten 50 habe ich noch an Unterwasseratmung. Ich habe noch 5 Minuten. So ab und zu mal was futtern. Ja, von Vorteil. Und gibt hier eine Menge Redstone im Deep Slate. Jetzt natürlich von Villagern. Ja, aber Deep Redstone-Ohr? Wenn wir es brauchen, für wissen wir, wo es ist. Genau. Deep State Kohlohr und Emerald habe ich ja Angst vor. Ja gut, aber da kannst du es, da bist du ja nicht drauf angewiesen, wie jetzt hier bei dem Dreizack auf irgendeine Glückswahrscheinlichkeit. Dort musst du einfach nur... Doch, du bist genauso auf eine Glückswahrscheinlichkeit angewiesen, dass die generiert werden. Ja, aber du weißt ja, wo die generiert werden. Aprisus hat keine Ahnung, was wir das wie fies Items sein können. Denk mal immer wieder. Aprisus. Kohle. Kohle hört auf zu spawnen auf Level 0. Wo fängt Deep State an? Level 0. Also ganz knapp. Du hast eine Schicht, wo Deep State Kohle passieren könnte. Nee, du hast 5 Schichten, aber das ist so wahrscheinlich, dass Deep State da ist und Kohle gleichzeitig. Emerald geht bis zu minus 10, wenn ich das richtig, oder minus aber 5. Nur in ganz bestimmten Regionen, Gebieten halt. Ja, da habe ich Hills, ne? Nicht das, da habe ich ein Gebiet, das ist nicht das Problem. Ja, ne, dieser Schneedings. Ja. Ja, rein theoretisch kann man. Ich habe auch irgendwo 3 Emeralds Erz rumliegen, falls wir das brauchen. Bei dem Stein. Oh, meine Nachtsicht beendet gleich. Ein Drowned, der nichts kann. Ich wurde abgeschossen mit dem Dreizack. Cool. Dann Attacke. Können uns Rotten Flash helfen? Da ist ja der nächste Dreizack. Ich hau auch mal drauf. Komm, stirb einfach. Der hat ja nicht mal Rotten Flash gedroppt. Ah. Ey, fand ne Sau, der droppt gar nichts. Ja, also meine Nachtsicht geht gerade flöten. Was braucht man? Ja, und wieder dunkel. Was braucht man für Nachtsicht? Eine goldene Karotte. Davon haben wir ja genug. Ein paar haben wir. Also wenn wir jetzt dann in 2 Minuten gehe ich dann hoch und mach nochmal eine. Ja, das wäre dann nett. Der hat auch nix, ey. Könnt ihr Noobs nicht mal mit Dreizack spawnen? Nö.
Das wäre wahrscheinlich nicht so einfach. Das ist frustrierend. Riesiges Entity jetzt, also wie gigantisch, allerdings kein Schiff. Ah. Das doch. Abgesehen, was machst du gerade eigentlich? Oh, das Gesicht und nix. Genau. Was er am besten kann. Nee, ich guck gerade. Ich habe Raketen für uns aufgefüllt nochmal. Ich dachte mir, das könnte ja noch was Produktives sein. Was gibt's noch so Produktives, das wir dem auftragen können? Abrisus. Du könntest ja mal... Weil nach dem zweiten Ozean zu suchen, hat dir jetzt auch nicht das gebracht. Warum willst du auch einen zweiten Ozean? Was bringt dir der? Vielleicht mehr Glück. Nee, Abrisus kann mal... Abrisus fliegt mal zu den Lightning Rods. Dort ganz in der Nähe müsste ein riesiger Klumpen an Eichenbäumen sein. Lightning Rods? Wo? Was? Ja, da, wo der Keeper war. Den wir eingesperrt haben für den Zombie-Kopf. Weißt noch wo? Ja. Dort fliegst du jetzt hin und da ganz in der Nähe müsste ein Riesenhaufen an Oak sein. Und baust einfach mal ab. Ich würde eher sagen, er soll durch eins meiner, durch den Nessa und eins meiner 2000er Portale. Dann kann er nämlich weit ruhen, wie er lustig ist und es beeinflusst nicht unsere direkte Umgebung. Ja. Ach, meine Unterwasseratmung ist vorbei. Warte mal, wie kann ich den adden? Ja. Im Chat auf Add drücken. Ah, okay. Das ist sogar grün markiert. Ich brauche dann mal. Ja, mal. Ja, ne, da bin ich doch. Da bin ich doch. Dann geh mal zu hier. Aber normalen Oakwood oder was? Nein, da wo hier ist. Exakt da, wo die Koordinaten von hier sind. Geh da mal hin. So, meine Nacht, sie ist dann auch weg. Atmung habe ich auch keine mehr. Jogemi, du musst echt mal irgendwo eine Lücke in deine Mauer bauen, damit wo man hochkommt. Zu Fuß. Da soll, ja, die Treppe soll irgendwann mal darauf hin. Ja, hier ist ja wirklich, also, das ist ja ein Stamm. Das sind zwei Stacks Saplings. Ach, hast du da eine Wand gebaut? Nein, keine Wand an Baum, sondern ein Viereck an Baum. Viel Spaß beim Abbauen. Warum? Um Holz Baum. Zu haben. Warum Baum? Ganz einfach. Ja. Beschreib's am besten. So, ich mach mal ein paar Wasserflaschen auf. Auf Vorrat. Wir werden sie eh brauchen. Ein Schiff. Juhu. Dann kriege ich meine Öllitra wieder. Bald. Und super Items drin, also Brustplatte. Pickaxe mit FE4 und Mending, also deutlich schwach, sollten so gut über Items gehabt. Ich habe mir noch eine Curse of Bayern Chest gekriegt, wieso ist. So, jetzt muss ich aber eigentlich noch wenigstens 2-3 Schalker farmen, scheiße. Na, 3 sind auf dem Schiff, das ist nicht das Problem. Sind in den Städten schon genug gefarmt? So, die Lyke, Leica ist erstmal in der Ender-Chest drin. Hast du sie zwar noch nicht, aber zumindest schon mal gesichert. Oh. Danke. Diese Fliegen, ey. Was machst du denn jetzt schon wieder? Einen Trank der Nachtsicht brauen. Ist das so kompliziert? Nein, ich habe aber gerade gesagt, diese Bienen, ey, weil sich wieder eine in unser Lager verirrt hat.
Ja, wir haben unser Tal damit Bienen belebt. Scheinbar Ja. mögen die unser Lager sehr doll. Wir sind halt richtig süße Leute. Oh. Ja, setz mal auf den Honig erneut in die Kisten. Jogi, wie viele Nautilus-Schalen hast du bis jetzt? Ich habe gerade zwei im Inventar. Und wie viel haben wir insgesamt? Ich würde sagen, noch drei andere. Wahrscheinlich sind die bei selten drin, ne? Bei wertvoll. Wahrscheinlich. Ja, eine ist hier drin. Wir haben vier Herz des Meeres. Die sind einfach zu bekommen. In fast jedem Chest ist sie drin, also Interesse-Chests, die sind einfach. Ne, nicht in fast die sind in jeder drin. Aua. Böse Falle, wenn man einen Bogen mit Flame hat und von unten eine Schalkerbox anschließt, die gerade zugeht. Heiß die Schalkerbox mal an. Scheiß die Wand an. Bitte, ich ertrinke. Soll ich dir auch noch 83 Tränke brauen? Wäre sehr nett. Wir haben hier eine Hexe unter uns. Verbrennt sie. Ich hexe hier gleich allen. Wir haben sogar eine Hexenhütte im Sumpf. Ich könnte auch mal eben einen schnellen Trank der Vergiftung machen. Willst du das Abrisos zuwerfen? Ja, oder einen Trank Sofortschaden. Zwei Tränke und er ist tot. Machen wir vielleicht Lingering sofort Schaden. Das wäre doch auch was. Weiß nicht, wie Lingering sofort Schaden funktioniert. Ob der wie gedacht funktioniert. Ich denke schon. So. Wir haben schon wieder zwei Lava. Juhu. Ich glaube, wir heizen trotzdem immer noch mit Kohle, obwohl wir unendlich Lava haben. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe einen Dreizack gesehen. Vorhin wurde ich abgeschossen. Da. Du da. Du gibst mit seinem Dreizack. Sonst sitzt was. Nein, ich will keinen Rotten Flash. Plus hat seinen Spaß mit dem Baum. No? Aber dann noch nachpflanzen. Ganz wichtig. Also das ist einfach ein Quadrat gebaut, was zwei Stacks Nicht. ist. Ja, noch 12 mal 12 und ein bisschen mehr. Und ein bisschen extra. So. 45 Stunden, ich habe nichts zu tun sonst. Und Joe Baby hat gleich 2 Tage. Kann er mal Träger mitmachen. Na gut. So, Sieben wo Minuten bist du? erst. Pure Ich habe erst Gaming. sieben. Ich bin auf dem Weg zur Säule. Hier. 7 Minuten habe ich erst in der aktuellen Stunde. Ja, wartest du Achso. kurz, dann kann ich dir die drei. Der raus, der raus und der raus. Ich habe dort einen eingesammelt. Ich habe keinen Danke. weiteren. Ja. Die Keine sind alle Ahnung. durch mich durchgeflogen. Schön. Dann trinken wir einmal eine Nachtsicht. Und dann einmal eine Wasseratmung. Das Schöne ist, wenn ich sehe, dass jetzt das Licht flackert, ich sollte vielleicht beide Tränke trinken. Auch nichts gekonnt. Nö. Ich habe mir auch beide Tränke direkt wieder in die Leiste unten gezogen. Man macht halt auch immer sofort die Pulle wieder mit Wasser voll.
Müsste ja auch super getimed sein, wenn du mit dem Trinken fertig bist, dann von der Maustaste runterzugehen. Ich hab ein Rezept auf dem Minifressen sehen. Stopp. Ich such mal weiter. Von hier hinten werde ich abgeworfen. Ich finde ja irgendwie die Höhle, die wir noch hier irgendwie nach dem Wasser haben, auch interessant. Hast du einen Dreizack? Ich hab den. Nein, einen Rottenflash. Rottenficken. Rottenflash und Kupfer, aber immer noch kein Dreizack. Nee, ich. Ich hasse es. Wie siehst gleich kommen und Prises wird gleich von Kümper am Baum überrascht. Nö. Die Hälfte habe ich jetzt etwa. Juhu. Weile her, seitdem ich die Kevin gesehen habe. Oh, ein Round mit einer Nautilus-Share. Oh, die hat auch gedroppt. Jo. Komm her damit. Ja, eine Nautilus-Schale. Wo treibst du dich denn gerade rum? In unserer Höhle. Ja, die ist. Am Ausgang. Ach, da unten. Ach, da. Ja. Ich finde das ja auch cool. Oh, da ist ein Skelett. Mal gucken, wann es stirbt, cool. Ne? Achtung, es regnet Pfeile. Du Lusche. Ich wundere mal nach unten. So da unten. Hoffentlich nicht vom Skelett getroffen werden. Eigentlich schon. Muss mal ein bisschen schneller. Das kommt ja. Mir hinterher. Hast du einen Pfeil aufgefangen vom Skelett oder was? Ja, es hat mich getroffen. Ist jetzt bei mir in der Schulter drin. Nicht dein Ernst, ey! Guck da. Ja. Ja, läuft bei dir, ey. Ich hoffe, das stirbt gleich mal. Ey, das hat aber gerade voll den Rehwurm. Komm her, Pfeile. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es sich anvisieren soll. Ich werde zum Nadelkissen. Skelett! Kriegt das eigentlich kein. Wird das nicht mal langsam zu einem Ertrunkenen? Ich mach grad gar keinen Schaden von dem. Oh, jetzt habe ich ein halbes Herz verloren. Oh nein. Ja, aber. Wir ärgern Skelette. Warte mal. Wäre das nicht eigentlich auch eine Idee? Die Ertrunkenen sind doch ertrunkene Dorfbewohner, oder was? Zombies. Zombies, okay. Kann man auch aus Dorfbewohnern machen. Und Aprisus, nein, du kannst keinen Dreizack bekommen durch eine Umwandlung. Nee, aber wenn man so ein wie bei der XP-Farm sozusagen Zombies kreiert, die da entstehen im Dunkeln und dann diesen ganzen Bereich flutet, müssten doch Aprisus, die Zombies. Das habe ich gerade gesagt. Ja. Du kannst keinen Dreizack durch eine Umwandlung bekommen. Kannst du mal aufhören, dich in Blöcke zu glitschen? Aber ja, die Grundidee ist gut und die wird für Kupferfarmen genutzt. Okay. Aber nicht für Dreizack. Nee. Weil Dreizack muss er halten. So. Oh, hallo Creeper. Creeper, hast du Lust zu explodieren? Enderman, hallo. Guck mal, ich guck dich an. Wir hasten hier unter Wasser einen Enderman. In der Höhe. Komm mal zu mir. Ja, ich glaube, ich weiß, wo du
was du meinst. War auch schon. Enderman darf jetzt einfach drauf gucken, weil der kommt nicht an mich ran. Wenn ich ein bisschen näher ans Land gehe, mal gucken, ob der irgendwann wiederkommt. Einen wunderschönen guten neuen Tag. Was ist das? Mitternacht. Ey, auch selbst mit Nachtsicht dauert das irgendwie nochmal eine Zeit lang, dass man. Ach, ich weiß, warum die Nachtsicht so scheiße war. Weil man sich immer irgendwie eine Sekunde lang ans Wasser gewöhnen muss im Spiel. Bitte? Gibt's Nachtsicht 2? Nein. Doch nicht. Nee. Gibt auch keinen Unterwasseratmung 2. Das war ja lustig. Auf einmal atmest du Luft aus und verwandelt Wasser in Luft. Genau, du machst einfach Luftblöcke. Stell dir das mal. Ja, das machst du theoretisch erstmal, wenn du den Block abbaust. Ja. Ja. Da machst du ja eigentlich einen Block nichts. Eigentlich schon. Einen leeren Block. Du Luft hin. Ein leerer Block ist ja Luft. Das Vakuum saugt sich halt dann die Luft an. Dann halt so definiert. Er saugt aus dem Wasser die Luft. Danke, du Sau. Oh, was? Ich hab ihn mal geschlagen aus Langeweile und mein super duper Schwert macht gerade mal ein Herzschaden. Okay. Oh. Ja, du kannst mir keinen Schaden machen. Ich habe noch eine halbe Minute. Ich werde verfolgt. Mal gucken, wie weit kriege ich es eigentlich mit der Armbrust geschossen gerade? Nicht sehr weit. Upp. Komm her, komm ja. her, komm her. Wer zum Nadelkissen? Nein, Nachtsicht ist ausgefallen. Jetzt sollte ich vielleicht auch mal wieder trinken. Oh, den Mond besiege ich jetzt mit meinem. Mit der Armbrust. So. Nö. So, ich habe jetzt keine Unterwasseratmung mehr. Jupp. Also, trinke. Ich habe jetzt noch 7 Minuten oder so. Ich habe noch einen. Ach, einen nach. Ich habe einen Angelgeil. Angel-Dude. Ja, ich hab jetzt keine Ahnung. Dafür müsste wieder allesamt hier eigentlich mal sein. Farlo, wie sieht's mit deinem Lüt raus? Hast du noch jetzt? Komm wieder, wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Sportrate. Du, ich komm ab wegen des Bärmrückweg. Gut. Hier haben wir noch eine Höhle. Sieht auch interessant aus. Ist er mit Wasser gefüllt? Du läufst hier ein Wasserfall runter. Uninteressant. Ja. Aber trotzdem mal angucken. Ich glaube, wir hatten echt am Anfang nur solche Schwierigkeiten, weil wir halt die nicht umbringen konnten und wir alle hier waren einfach mal. Ja. Aber trotzdem, das spawnt mehr Drahtzack-Typen. Bin ich und eigentlich noch Dias. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, jetzt bist du auch hier unten. Aua. Okay, das ist einfach nur eine Runde hier drumherum. Ja, ich bin immer mal wieder gucken im höheren und niedrigeren Bereich. Das geht sogar noch ein bisschen tiefer. Ja, hier sind Dias. Ui, da steht einer genau an der Kante. Warum kommst du nicht runter zu uns, Kollege? Wir wollen Dreizack, was kriege ich schon wieder? Dias. 22. Hau mal nicht alle ab. Weil irgendwann brauchen wir auch noch Dia-Erz. Ja. Von beiden. Ja. Boah, ich muss das schon ab. Ich glaube, Dia-Erz ist einfacher zu bekommen als normales Dia-Erz. Ui!
Ich habe. War wahrscheinlich auch verbunden, ne. Ich dachte, ich hätte gerade eine. Deep State Kohle. Ne, eine Schlucht mit Wasserschlucht. Hast du gerade Deep State Kohle gefunden oder was? Nein, ich hab dich gefragt. Ne, hab ich auch nicht. Nee, die Schlucht ist auch mit unserer Höhle verbunden. Ich glaube, Deep Slate Kohle farmst du so am besten auf Höhe 5. Hallo. Oder auf Höhe 3. Wie? Hast du mich gerade geschlagen? Ey, leise da hinten. Ist, er kann ausweichen. Ihr sollt 3 Zacke verarmen und nicht hier. Ja, ich will keine Leute. Wenn hier nichts spawnt, dann sucht euch einen anderen Platz. Das ist ja schon ein perfekter Platz. Weil hier. Ich glaube, du ertrinkst. Vielleicht müsst ihr ja mal dort weg und nochmal hinkommen, dass der Chunk sich neu lädt. Der Prisus, das ist direkt unter der Base. Das ist denn nicht hier eigentlich geladen. Das ist so ein Chunk. Und zweitens, es liegt einfach daran, dass gerade Mob-Limit weggenommen wird vom End. Okay. Und was bist du gerade? Ich hab gerade die ganzen Bäume hier abgefarmt. Hast auch nachgepflanzt. Das bin ich jetzt. Noch immer abgefarmt haben. Gleich nochmal dabei, wenn hier die Blätter soweit alle durch sind, dass ich auch die Samen habe. Ah, jetzt habe ich. Wie viel Holz war es jetzt eigentlich? Jo, dann ist ordentlich Holz. Oh, hallo Enderman, da bist du. Hallo. Der ist noch da? Ja, er versucht auch immer noch mich zu treffen. Aber da ich gerne ins Wasser gehe, im Wasser bin, wird das nix. Keine Ahnung, wo er sich jetzt hingeteleportiert hat. Du bist ein Drowned. Also er portet sich auf jeden Fall um mich herum. Aber... Beule, eine Angel. Er kann nicht ganz wirklich an mich rankommen. Ja. Meine Vermutung ist, es liegt am Wasser. Könnte sein. Weiß auch nicht, woran es so wirklich liegt. Oh, wie ein Baby drowned. Ja, der hat mich im Sumpf So einer hat mich im Sumpf geärgert, als wir es heimholen wollten. Ja. Mich hat echt gewundert, dass er in einem hohen Wasser gespawnt ist. Ja. So, ich hab das hier wieder neu bepflanzt, ne? Und ich bin noch nicht mal fertig mit Pflanzen, da ist der erste Baum schon wieder gewachsen. Wenn du genug Dinger hast, dann. Wupp, der nächste. Der Mann weiß immer noch nicht, wie er am besten an mich rankommt. Oh, ein Lappendrowned. Ist ja gemeingefährlich hier bei den Bäumen, die schlagen ja aus. Oh, einer mit 3 Zack. Ja. Ich gehe mal auf Attacke, während er dich hat. Ja, jetzt hat er dich. Ja. Hat er einen? Nee. Nein. Er hat zum Ende noch einen geworfen und der ist nach unten gefallen, aber den können wir leider nicht nehmen. Nee. Schon wieder Kupfer. Aber er wird mir halt Angels geben. Aber wenn ich ihn... Du kannst ihn halt direkt angucken. 3 Zack. Ja, ich weiß. 1, 2, 3, 4. Fingert mich ein bisschen. 5, 6, 7, 8, 9. 9,5 Stacks Holz. Super. Ist doch immer gut. Mobs drowned. 160 schon. Und 189.
brauchst du. Da ist ein Dreizack-Typ. Ja, nice. Noch einer. Schon wieder eine Rottenflash. Again. Wie viele Dreizack haben wir jetzt schon getötet? So viele. Die Wahrscheinlichkeit soll 10% sein. Nachdem Vicky hier richtig gelesen habe. Naja, gut. Wir sind nicht ganz an die 100 gekommen. Aber... Willst du das zu Ende machen? Ja, naja, so langsam, weil wenn ich sage, ich mache jetzt Ende, dauert es eh noch eine halbe Stunde. Ne? Ja. Es ist, wie es ist, ne? Und ich brauche mal eine Minute mehr Schlaf vielleicht, weil morgen geht's mit meiner Kleinen, oder heute besser gesagt, mit meiner Kleinen in den Zoo und das kann stressig sein. So. Wir haben 7 Picklinge umgebracht bisher. Also ich 7-mal vom Pickling getötet, 2-mal vom Witterskelett. Ein Skelett hat mich umgebracht. Wie kommt man zu den Statistiken? Statistik und dann kannst du Kreaturen anwählen. Ich habe 20 Ertrunkene umgebracht und kein Ertrunkener hat mich bisher umgebracht. Okay. Lohen, da bin ich schon mal positiv. 5 Lohen erlegt, 2-mal getötet worden. Oh, Huhn ist noch besser. Ich wurde noch nie von einem Huhn getötet. Wow. So wie positiv ich bei Creeper bin, ich hab angeblich, wahrscheinlich durch die Mobfarm, 269 Creeper erlegt. Ich hab 374 Creeper. Und auch 240 Kühe. Ach du Scheiße. Ich habe 267 Zombies. 24 Ertrunkene habe ich erlegt. So, ich habe 201 Skelette und ein Skelett hat mich bisher einmal umgebracht. 9 Endermen erlegt und von 3 getötet wurden. Jubi. Magma-Würfel, 20 Stück, aber 0 getötet. Hey. 20 Mal vom Magma. Akriso, ich habe noch keinen einzigen Player gekillt, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich auch nicht. Und ich habe bestimmt schon mal Momino in seinen Tod gestoßen. Das galt dann aber nicht für dich. Und doch, eigentlich. Und ich habe vorhin dich sogar umgebracht. Und Abriso habe ich auch schon mal umgebracht. Ja. So, ich habe bisher 4329 Tiefenfallen abgebaut, Deep Slate. 3029 Netherrack. Nee, und 2600. Wir kommen doch mal zu der. Ich habe 900 Bücherregale abgebaut. Wir kommen doch mal zu der wichtigsten Kennzahl überhaupt. Geschlichene Zeit. Ich bin 26,35 m, ich vermute Minuten, geschlichen. Meter. Oder Meter? Nein, wieso Minuten. Steht dann Zeit? Ist das ein großes oder ein kleines M? Kleines M. Es sind Minuten. Also fast eine halbe Stunde geschlichen. Und jetzt kommt ihr. Geschlichene Zeit. 1:20. Oh, Scheiße. 4 Stunden. What? 4,17 Stunden. Und 2000 Mal mit Villagern geredet. Ach. Und 5300 Mal mit Villagern gehandelt. Okay. Und fast 50.000 Mal gesprungen. 200 Kilometer mit Elytra geflogen. Wo kommt das? Und ich bin nur gelaufen für 90 Kilometer. Bei mir steht Spieler getötet 1. Ja. Ich ertrinke. Ich habe vorhin sogar Kevin umgebracht. What? Strecke gefallen. Hier wird sogar zusammengezählt, welche Strecke man gefallen ist. Ach so, ja, 12 Kilometer. Ach, Scheiße. Ich verziehe mich aus der Höhle, meine Unterzahlung ist vorbei. Ja, meine ist auch schon eigentlich schon vorbei. Distance. Strecke im Boot. What's underwater. Ich bin 20 Kilometer unter Wasser gelaufen. Ich bin im Boot 30,6 Kilometer gefahren. Nur da habe ich nur 20. Bieten verlassen, 59. Spieler getötet, 3. Sprünge 23.000
542. Puh, was eine Landung. So, Strecke geflogen, 28 Kilometer. Strecke gesprintet, 106 Kilometer. Was ist denn Zeit? Strecke mit Elytren geflogen, 233 Kilometer. Was Alter, heißt denn... fick dich auch. Aber was heißt denn Zeit mit geöffneter Welt? Ach, Zeit, wahrscheinlich Zeit, in der du in der Welt drin bist. Aha. Ist eine komische deutsche Übersetzung. Zeit seit letzten... Das finde ich aber auch gut. Zeit des letzten Ausruhens, eine Stunde. Zeit seit letzten Tod, eine Stunde. So, und was haben wir denn? Schlafen können wir, wenn wir tot sind, ne? Wo hab ich es da? Zeit late. Late. Fast zwei Tage. So, ich bin wieder in der Base. Okay. Einzels last. Und hast du eine Elytra? Ja, klar, logisch. Sonst wäre ich nie wiedergekommen. Achso. Ich habe die von Yo Gaming. Ach, ja, ich habe selber noch keine gefunden, ja, aber egal. Ja, wollen wir uns da wieder an der Terrasse treffen? Da können wir jetzt hier schön uns verabscheuen vor der Karte. Ich guck mal, wo. Weil wovon eure Tränke sind ja auch eigentlich durch, so wie ich gehört hatte. So. Und dann könnt ihr ja, das wäre ja mal ein Ziel, bis nächstes Wochenende so einen Dreizack zu haben. Jetzt gewittert's. Wir natürlich. Haben ein Gewitter. Natürlich gewittert's. Oh. Ah, geil. Dann alle ab zum Blitzwort-Ding. Blitzableiter, dass wir da im Bereich stehen. Das ist ja schön da. Auch dann das Einschlägt und keiner schläft. Ich flieg ich schon. Ich hab's nur so nebenbei gehört. So, oh, da. Gewitter, ja. Aber, ist er charged? Ne, ich konnte es nicht ganz sehen. Er ist weg. Ich glaube, er ist direkt gestorben. Wie denn das? Also auf jeden Fall schlagen Blitze ein. Ja, aber ich glaube, er Yo ist Gaming, deine Lytra. Danke. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir gleich... Ich habe dir sogar die neue gegeben. Deine ist schon zu 30% kaputt. Och, Phantome schon wieder. Also es schlagen Blitze ein. Was ist... Warum ist der... Ich Phantome! Ist der Zombie noch da? Nö. Oh. Sind die irgendwie. Warum die töten die mich weg? Gleich. Ich glaube, sie sind die. Ne, mit Namen kann eigentlich nicht die spawnen, ne? Oh. Nee, eigentlich nicht. Komm, ich sammel mal mein Zeug da. Nebenbei auf. Creeper mitkommen. Wäre nett, wenn ihr mein Zeug einsammelt. Helft mal mit, dir die Dinger zu killen, Leute. Wir müssen ja sehen, ob wir das schaffen. Wir müssen jetzt möglichst wegmachen. Ich bin gerade auf dem Weg, einen Creeper einzusammeln. Ich meine, Kevin, den du zuschaut gerade, meine ich. Creeper ist in Luft gegangen. So viel dazu. Du, lass mich in Ruhe. Ich hab ein Herz. Hilfe! Ich hab kein Essen, Hotbutter. Ich bin gleich tot. Hallo. Mir geht's gut, keine Sorge. Guck mal durch um das andere. Mich ärgert eine Spinne. Lauf. Wenn ich jetzt so einen gescheiten Bogen hätte und nicht so einen blöden Power 1 Bogen, wäre kein Problem. So, Creeper, wo seid ihr? Aber habt ihr mein Zeug nebenbei eingesammelt? Nein. Wir sind alle voll im Inventar, kommt zu uns. Wir haben möglichst versucht, das zu vermeiden. Ich habe einen Creeper. Jetzt darf ich laufen. Oh, EP. Ach, warum ist jetzt schon in die Luft gegangen? Komm her, du. Aua. Nicht in die Luft schon wieder gehen. Ich fahre fünf... Ich versteh's nicht, warum fliegen die gerade in die Luft? Die Turm müssen alle tot sein jetzt. Ich bin unterwegs. 30 Meter noch. Wenn es weit weg geht, würde ich es einsammeln, aber normalerweise kannst du es besser selber einsammeln. Ja, ja. So, aber das war jetzt noch nicht alles.
Also ich habe definitiv nichts von dir eingesammelt. Was? Hey, hallo, Kevin. Geh weiter, ich überwache einfach nur. Wo muss ich lang? Weiter nach links. Ja. Ich schlage die Blitze ein. Ist er noch hinter mir? Nein, er steht. Hier lang. Ich glaube, das ist Akku auf dich oder irgendwie. Lässt er stehen? Dann laufe ich mal ein bisschen weiter. Nee, er hat mich wieder. Hier lang, klink. Warum? Ich war doch weit entfernt. Also scheinbar hat doch zumindest ein Teil jemand anders eingesammelt oder es ist einfach kaputt gegangen. Alter, wieso sind hier noch Phantome? Wieder gespawnt. Und dauerhaft in der Nacht oder was? Ich dachte, komm her. Ja, warum fliegt hier denn das Schuh? Hier ist ein neuer Typ in die Luft geflogen. Was ist denn das hier? Komm her! Ich werde gerade. SOS. Hallo, Jürgen. Hallo. Warte mal, in unserem Saal hat sich ein Creeper hingeplatzt. Irgendwie ist hier einer. Da ist auch einer. Ja, ich bin auch zwei. Warum nehme ich einfach die Lightning Bots zu den Creepern? Was? Creeper, komm her hier. So, ich will doch wahrscheinlich nur eine setzen und keine zwei. Achtung, ich habe einen Creeper im Schlepptau. Yo, Gaming, geh da weg! Jetzt, Charles, lass ihn in die Luft fliegen. Jetzt, lass ihn in die Luft fliegen. Kannst du ihn zünden? Ja. Komm. Egal, da den Kopf. Ja, erstmal. Ich bin nicht gespawnt. Jetzt. Ich komm runter. Ich sehe hier keinen Zombie-Kopf. Hinter euch noch ein Zombie. Ja, den habe ich schon. Ich weiß nicht, was da ist einer. Wir haben einen Zombie-Kopf. Ja! Das wäre auch gerade perfektes Timing. Okay. Die ich genau mit deinen Sachen mit dabei. Aber hier sind auch noch Flächen. Ja, hier liegen Flächen und hier. Ah, das ist alles Yogami sein Zeug. Okay, so. Ja, Jesus, so weit Zeug. Ist das geflogen, okay. Und da ist der Kopf. Da, jetzt hast du ihn ja. Setz mal auf. Frage ist aber, ob wir versuchen, noch ein Skeleton zu kriegen. Hier, Yogaming, hier. Vor ich geh mal hoch und guck mal. Ja. Da ist die andere Pick. Ah, nee, das ist. Nee, kannst du haben. Brauch ich nicht. Bin eh voll. Haben wir Eimer eingelagert? Ich meine Eier? Was ich hab nur einen Lightning Rod. So, wo ist der. Wollen wir jetzt noch Skelettkopf versuchen oder wie? Ja, Cake ist jetzt das nächste erstmal. Ja, ihr könnt euch um den Skelettkopf kümmern. Ich guck mal, ob ich einen Kuchen hier oben zusammenkrieg. Ja, da ist ein Krepper. Ja, versuchen kann man es ja, wenn wir jetzt ein Gewitter haben und wir dabei sind, meiner Meinung nach. Ja. Da oben ist ein Krieger. Die Biene, ey. Tierloot. Ja, wir haben ein Ei. Auf jeden Fall ist es natürlich super, dass man das so machen kann jetzt. Das ist natürlich viel, viel einfacher jetzt. So, hier habe ich. Da, Krepper. Ich 3 Weizen, 2 Zucker, 1 Ei. Hallo, Creeper. Gut, Creeper ist charged. Also, Aprisus, wenn du jetzt auch gerade versuchst, die. Gut, Skelettkopf. Ich mach mir gerade erstmal wieder. Meine Schuhe, weil die sind kaputt gegangen. Aprisus Mending auf Schuhe machen. Ja. Skelettkopf und Zombiekopf. Ah, oh Gott, was. Ja, es geschafft, oder? Ja, und das Gewitter ist zu Ende. Oh Gott, das hat. Perfekt. Ja, auf im Timing, ey. Ja. Ja, hier. Das kommt hoch in die Kiste. Sammel mal eben auf. Ich brauche einen Zucker. Ah. Kevin, sag, wofür du forschst.
lustige. Sowas brauchst du Zucker. Nee, ich hab schon. Ich brauchte nur einen freien Inventarplatz für Zuckerrohr. Wegen dem Kuchen, ne? Ja, den mache ich ja. Ich hab alles so zusammen. In Wertvolles liegt nur ein Zombie-Kopf und ein Skelettkopf. So, Crafting Table, da. Ich hab wieso kann Not Enough Items nicht den Kram direkt reinmoven? Kuchen! Ja. So, einmal aufgestellt. Juhu, Essen. Dead Fire Korall. Rote Feuerkoralle. Ja, das ist ganz einfach. Da ist in der Korallenkiste drin. Feuerkoralle haben wir gesetzt. Jetzt war es kurz warten. Ah. Fertig. Tot. Hey. Was hab ich denn jetzt hier eine Feinwegplatte bekommen? Roter Sandstein. Wo ist er? In Sandkiste ist roter Sand eigentlich. Sollte er wieder sein. Dann mach ich doch mal. Also wer dich noch am Kuchen bedienen will, am besten jetzt. Weg. Ja. Vorbeigekuchen. Und er ist weg. Ja. It's gone. Setzt du uns Slip? Oh ja. Zwei Items. Das schaffen wir. Water Breathing. Lingering Potion Water Breathing. Haben wir noch Pufferfisch? Oder hast du noch ein Water Breathing? Nein, ich hab leider keins mehr. Wir hatten da nicht mehr Pufferfisch. Einmal. Shit. Und der ist. Dann angeln wir jetzt schnell eine Runde. Ja, eine Angel und ab zum See. Ich hab keine Angel. Haben wir noch irgendwo Angeln? Ich habe einen im Inventar und noch von Drowned. Guck mal, Ausrüstung. Will ich gucken. Und Notfallsfaden haben wir ja ohne Ende. Buch des Verschwindens. Ach, kann ich auch verwenden. Ich werde jetzt nicht verrecken. Hoffentlich nicht. Wenn es auch. Und zu welchem See fliegen wir jetzt? Zu gar keinem, wir haben einen. Zu gar keinem, wir haben einen. Sehr gut. Wir fliegen nicht zu einem See, wir gehen zu unserem See. Okay. Günstig angelegt. Genau, groß genug der Fische. Was brauchen wir jetzt nochmal? Pufferfisch. Pufferfisch, okay. Pufferfisch. Kugelfisch auf Deutsch. Ja. Die Ausfänger, die vier Angeln sind. Nee, nur drei. Nina hat da drüben gerade einen Anfall. Boah, Kabel, ja auch, Gott. Ja. Clownfisch. Bereitet einer schon mal den seltsamen Trank vor? Nein, wir angeln jetzt alle, ne? Ja, ne? Vor allem. Was soll ich machen? Den seltsamen. Bereite schon mal seltsamen Trank vor. So weit vorbereiten, dass wir nur noch den Pufferfisch reinpacken müssen. Ja. Also eine Awkward Lingering Potion. Aber braun bitte. Die Biene. Biene hat einen Anfall, oder was? Ja, die bestäubt eigentlich gerade das Blatt, das sieht so aus, als hätte es gerade einen Anfall. Das hatte ich eben auch gerade über der Azeli. Da hat die auch voll den Anfall bekommen. Ich bin eine Biene. Oh Gott. Ich bestäube dich. Achtung, es könnten Kinder anwesend sein. Wir haben es nach 0 Uhr, da dürfen wir FSK 18. Elternaffen für innere Kinder. Ich angel mit Yo Gaming über Kreuz. Ey! War so eine schöne Aussicht da oben. Ja, das ist auch eine schöne Aussicht. Wenn es nicht war, gut.
Toll, der Fisch ist nicht mal in mein Inventar gekommen, weil davor ein Block war, ey. Ich angel mal von hier oben, ne? Und hallo. Hallo. Wow. Ah. Ist jetzt meiner. Ja. Oh Mann. Ey, nee. Ach komm. Hör auf. Bring dir mal von da oben. Hallo, Biene. Aprisos. Jetzt wissen wir nicht, wer. Alle auf einem Fleck. Schon wieder du. Ich bin Sonntagskind, hatte ich doch erwähnt. Irgendwie scheinen hier die falschen Fische zu sein. Einfach nur Pech. Hätte da Glück 3 hier Vorteil? Das Meeresbrüchst war. Haben wir das unten? Ich hab Glück des Meeres 3 auf meiner Angel. Ja. Dazu bringt's nichts. Lore wäre sehr nützlich. Ich schau mal unten nach. Bis gleich. Lachs. Ja. Lachs oder Lore? Looting, nein. Power, Blast Protection, Sweeping Edge. Nein. Channel. Piercing. Hoffentlich braucht man nicht irgendein spezielles Biom, um die Fischis zu fangen. Nee. Nee, die kommen eigentlich aller Furze lang, mal, da hat er schon recht. Luck of the Sea One könnt ihr euch anbieten. Ich kann euch Lure 2 anbieten. Ich hol uns mal einen Lure 2. Naja, also Glück des Meeres wäre eher bescheiden, aber kriegen wir weniger Fische. Kugelfisch mit 11%. Mit Lure sollte auf jeden Fall erstmal erhöhen, dass wir überhaupt Fisch bekommen. So, kommt mal alle ganz kurz zum Amboss. Ja, Köder verkürzt die Zeit. Jupp. Vom Amboss liegt ein Köderbuch. Was? Was? Da. Dann Aprisus einmal das Buch auf deine Angel packen. Und dann kannst du weiter angeln. So, hallo. Und du hast ja auch dein Buch. Viel Spaß damit. Natürlich falle ich hier erstmal runter. Yippie. Oder 2 von Fluch des Verschwindens. Synchron. Ja. Synchronangeln, neue olympische Disziplin. Und YoGaming hat es zuerst, ist klar. Ja, Lord 2 macht es auf jeden Fall schneller. Leder. Ich hab ein! Jut. Das reicht doch schon, oder? Bade, ja, wie sieht's aus? Wir können trotzdem noch ein bisschen angeln. Wir haben ja gerade nichts zu tun. Knochen! Was haben wir als unseren See reingeschmissen? Ja, echt mal. Entmüllen hier. Lilypads. Ja. Wie findest du eigentlich die atmosphärischen Partikel hier? Eigentlich ganz gut. Jut. Wieso? Ist von unserer Spore Blossom, die wir damals sammeln mussten. Okay. Die habe ich irgendwo aufgestellt. Ach, das war für dich? Bei meiner. Ja. Der flog so an meinem Teil vorbei, dass ich dachte, gut, jetzt. Ich angel jetzt eine Angel. Ja. Ja, jetzt habe ich auch einen. Fisch. Jetzt kann ich auch gehen. Tschüss. Hallo. Ja. So, 99. Wuttenho.
Das ist doch ein tolles 100. Item. Ja, ne? Wir kriegen die 100 volle, ich hab's euch ja gesagt. Aber auch gerade so mit sehr, sehr, sehr viel Glück. Einmal Applaus für alle. Yay! Wir haben's geschafft. So, können wir direkt mal Feuer an die Wunden hoch. Dodge Planks. Dodge Planks. Yay! Yay. Träume aus 101 Item sind wahr geworden. Das ist ja ganz schwer. So. Gut. Best Potion Long Night Vision. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um jetzt zu sagen, ja, die Aufnahme zu beenden. Kommt mal hier aufs auf Terrasse, denke ich mal. Das hat sich das ja so steht eingebürgert. Genau. Yogaming steht auf sein Ei, brüht er es mal aus. Yay. Da ist Fallo. Ja, Kevin hat noch Probleme herzukommen. Ja. Was angelst du denn? Ein Abrisusangel, da. Ja. Na gut, war ja wieder hier eine verrückte Runde und Ziel doch noch knapp erreicht. Ne? Das heißt, fürs nächste Mal müssen wir uns die 250 anpeilen, dass wir 250 Items gefunden haben. Man muss ja immer eine Steigerung haben, würde ich sagen. Ne? Kaputt. Stimmt, mein Schild habe ich ja auch verloren. Oh, fuck. Okay. Entschuldet. Ja, vor uns, wo ich da bei dem Creeper-Kopf-Gedöns. Oh, ich hatte die Hälfte von meinem Inventar verloren. Na gut. Mein Schild habe ich beschützt. Ja. Na gut. Ich bin jetzt over and out und das nächste Mal machen wir hier mit der Long Night Vision weiter. Bis denn dann. Ja, Prisos. Ciao, ciao.